So, klappt das hier? Es müsste eigentlich jetzt Ton sein. Haben wir Ton? Ja, wir haben Ton. Wunderbar. Wir haben Bild. Sieht ein bisschen anders aus hier. Aber jetzt mal alle recht herzlich begrüßen zu müssen. Also nein, Moment mal. Um jetzt alle recht herzlich begrüßen zu können, muss ich erstmal meinen Hut ziehen und sagen, schön, dass ihr da seid. Ich habe einen neuen Monitor, einen wesentlich kleineren, dafür einen leichteren. Falls irgendein Windows-Nerd hier ist, kann er mir sagen, wie man bei Windows einfach alles vielleicht mit einem Tastenkürzel ranzoomt und größer macht? Oder geht das nur in den Einstellungen? Vielleicht habt ihr das ja irgendwie heraus und könnt mir da einen kleinen Tipp mal rausgeben. Hoch die Tasten, ich habe auch einen Kaffee. Ich habe gelesen, manch einer hat ein Bierchen auf, manch einer hat einen Kaffee an. Wir haben heute Feiertag gehabt, das heißt, ich habe heute, naja, ich habe eigentlich schon gearbeitet. Aber ich war gerade noch fein essen und hab's gerade und gerade jetzt hierher geschafft. Deswegen könnte es unter Umständen ein bisschen technisch vielleicht unter Umständen ein bisschen schwierig werden heute. Mein letztes Datenvolumen verbrauchen für den Stream. Oh, schön. Bildschirmlupe, Standardfunktion bei Windows. Ich habe ja nur dies. Ah, da oben. Echt? Alter, okay. Ist echt eine Standardfunktion. Ha, simpel und einfach. Okay, wunderbar. So, was haben wir denn alles neu? Wir haben das neu. Alter, ist das ein geiles Bild? Ist das ein scharfes Bild? Ha, könnt ihr was sehen? Und wenn ich da hochgehe, könnt ihr dann immer noch was sehen? Wird's schärfer? Es ist einfach. Ist das Qualität? Ja, ich finde schon. Also, wir kriegen es langsam hin. Moin Matthias, hast du was am Licht geändert? Ist so schön hell heute. Ja, auch das. Ich habe ein neues Lichtsystem hier drinnen. Ich muss alles, dadurch, dass ich immer mit dieser Schildkappe und mit dem Mikro da oben arbeite, ein bisschen heller arbeiten. Ich hoffe, das ist okay, aber ich habe auch versucht, die Farb-Weißabgleiche der Kameras einzustellen, dass ihr zwischen dieser Kamera und dieser Kamera fast so gut wie keinen farblichen Unterschied erkennt. Ja, bei den Rottönen ist es noch ein bisschen anders. Der Gabo fragt, ob es eine neue Kamera ist. Ja, eine GoPro. Ist einfach eine GoPro, die ich jetzt am fixen Stromnetz angeschlossen habe und jetzt funktioniert das besser. Leute, wenn ihr meine Streams kennt, dann wisst ihr, dass am Anfang immer so ein bisschen gequatscht wird. Ich erzähle, was es Neues gibt, beziehungsweise was ich. Ich habe eine Pfeife verloren. Was ich in nächster Zeit plane oder gerade drucke oder mache. Und dann geht es ans Eingemachte, und zwar an den Kollegen hier. Wir werden heute den zweiten Pop-Pipe in diesem Stream bemalen. Das war der erste. Den haben wir noch auf dem Hauptkanal bemalen. Ist auch eine wunderschöne Figur eigentlich. Der neue ist eher so ein bisschen der ältere Kollege davon. Ne? Ich würde mal sagen, 30 Jahre jünger ist der hier. Und da der fast nur aus Hauttönen besteht, werden wir heute uns mal um das Hauptthema Hauttöne, Gott, das ist auch schon fast ein Zungenbrecher, kümmern müssen. Und ich werde euch Techniken zeigen, die ich euch bei dem einen Pop-Pipe nicht oder noch nicht gezeigt habe, weil ich sie damals einfach noch nicht kannte. Wo ist die Spinatdose? Kommen wir nachher zu dem Thema. Ralf, grüß dich. Ob das die 45 Minuten GoPro ist, meint der Lars, wir werden sehen. Es kann sein. Es waren 70 Minuten immer. Nach 70 Minuten ging die immer aus. Ich habe neues Filament und zwar ordentlich viel in den letzten Tagen bekommen. Einerseits von Bavaria. Bavaria Filament und Novofil sind die Sponsoren dieses kleinen, aber feinen und behaglichen Streams. Und die schicken mir ab und zu mal einfach ein paar Rollen zum Durchtesten und um euch zu sagen, ob das cool ist oder nicht. Und ich habe Asa Filament von Bavaria in einer sehr quietschigen Farbe bekommen. Der Toni hat mir das gegeben. Und der Toni meinte, Matthias, hast du schon mal ABS gedruckt? Und ich sage, ja, klar, schwieriges Material. Im Bambu funktioniert es, aber auf anderen Druckern ist es sehr schwierig, weil man braucht eine Einhausung. Es ist schwierig mit der Layerhaftung, beziehungsweise es passiert ganz gerne mal, dass einfach so ab Layer 50 oder 100 irgendwann mal die Layer auseinanderreißen. Das Material, ASA heißt das, ist vergleichbar, was die Beanspruchung angeht, was die Verarbeitung angeht, wie ABS, aber ihr braucht keine Einhausung mehr. Das Zeug riecht nicht, es ist nicht giftig. Ihr braucht keinen kontrollierten Hitzestau rund um das Material während dem Drucken. Es hat eine sehr gute Druckbetthaftung. Es ist unfassbar stabil. Hitzebeständig, ich glaube, bis 190 Grad oder so. ASA auf jeden Fall ein
Wenn ihr Bauteile druckt, ein Material, das ich wärmstens empfehlen kann, gibt es in verschiedensten Farbtönen. Gibt es natürlich nicht nur bei Bavaria, aber Bavaria hat halt eine ASA-Mischung, also von den Körnungen her, die ist so sensationell und dementsprechend geile Farben haben sie. Also. Und ich habe mir heute einfach mal just for fun, weil ich das schon immer haben wollte, das Teil hier gedruckt. Ist nichts anderes als... Na, wie geht das jetzt zusammen? Ist das hier? Ja, genau. Ist so eine Halfpipe. Und die passt genau in meinen Bambu-Lab rein. Und zwar unten. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Nein, ihr seht wahrscheinlich gar nichts. Die passt hier ganz unten zwischen die Spindel rein. Denn ganz oft fallen winzig kleine Teile in den Bauraum des Bambu-Labs. Und damit man die wirklich gut rausbekommt, und jetzt sehen wir auch mit der Hand, kann man die jetzt über diese Pipe rauswischen. Ist eine Kleinigkeit, wo ich sage, eigentlich eine nette Geschichte. Seitdem es ASA gibt, ist ABS bei mir raus. Ja, das verstehe ich, weil es einfach wesentlich simpler zum Handeln ist. Wie gesagt, ihr bekommt bei uns 10% auf alle Einkäufe bei Bavaria. Aber wartet vielleicht noch mit dem Einkauf, außer ihr habt es dringend eilig und wollt unbedingt ABS kaufen. Nicht ABS kaufen, weil der Toni von Bavaria mir gesagt hat, dass unter Umständen, wenn er es hinbekommt, am Wochenende ist zu einer gewissen Materialreihe von Bavaria eine Aktion gibt und zusätzlich mit meinen 10% spart ihr dann richtig. Also entweder jetzt schon kaufen oder eben aufs Wochenende warten. Wir werden sehen. Wie sieht es mit dem FDA-Zertifikat aus? Also ist es also Lebensmittel? Echt, meint der Steffen. Steffen, bitte schau dazu wirklich auf die Seite von Bavaria. Das sind Informationen, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Und da liest du das einfach aus der Produktbeschreibung raus. Beziehungsweise kann es durchaus sein, dass der Toni auch heute wieder in den Stream reinkommt, falls er nicht gerade noch am Arbeiten ist. Weil der Junge arbeitet einfach Tag und Nacht, weil ihr ihm einfach die Hütte leer kauft. Großartig. Hoch die Tassen an euch. Was ich jetzt noch nicht geschafft habe, Kiki, weil Kiki ist noch nicht begrüßt worden, meine Administratorin, liebe Kiki, schön, dass du da bist, schön, dass du dir auch heute wieder Zeit nimmst, so wie immer eigentlich, wenn ich sage, ich möchte live gehen. Und ich habe gleich die erste Bitte an dich, und zwar, ich habe vergessen, es gibt neue Shirts in meinem Merch-Shop, die speziell für 3D-Drucker gedacht sind. Und vielleicht hat der eine oder andere Lust, sich eines dieser coolen Shirts mal anzusehen und auch zu kaufen. Ich habe aber, und das sage ich gleich, ich habe vor 3 Tagen welche bestellt, werde sie hier im Stream mal tragen, werde sie auch das erste Mal waschen und euch sagen, wie die Qualität so ist, aber an und für sich bin ich bei denen ständig guter Laune und guter Dinge. Das ist zum Beispiel auch der Merch-Shop, den der Held der Steine zum Beispiel nutzt. Also ich mache da gibt es Tassen, Schildkappen, alles drum und dran. Hey, die Tasse hatte ich auch vor dir. 2 Tage... Dann schlug der Tollpatsch in mir zu. Oh, Ralf, schade. Okay. Holland ist auch wieder da. ASA ist auch UV-beständiger als ABS, also sehr gut für den Außenbereich. Okay. Dafür mein 20% Gutschein für den Schweighofer-Follower. Ja. Coole Shirts für dich hier. Danke, Kiki, das ging rasend schnell. Ich habe, weil ihr natürlich auch sehen wollt, was das Zeug kann, heute einfach mal testhalber das Teil gedruckt. Das ist so ein klassischer Print, ich stehe dazu mal auf, damit ihr mein Bäuchlein auch seht, der aus einem Stück ist. Und der lag genau so auf der Druckplatte, so, konnte runtergenommen werden und funktioniert schon tadellos. Es gibt 2 Versionen von diesen Teilen, das habe ich jetzt auf Printables runtergeladen, ist so eine kleine Zwickzange, die verschraubbar ist. Und es gibt 2 Versionen, eine, die wesentlich lockerer ist und eine, die knallhart und eng ist. Und das, ich habe die mit der 100%igen Passgenauigkeit genommen und funktioniert, ist mega stabil. Man spürt es auch, wenn man es in der Hand hält. Funktioniert tadellos und das ist auch so ein Ding, das ich gedruckt habe. Das ist neu, wenn ihr bei Printables einfach auf die Seite geht und auf die Highlights geht, findet ihr solche kleinen Gadgets. Das ist zum Beispiel im Bereich von 3D-Drucken das neueste Gadget. Das ist ein Spindelreiniger. Da könnt ihr im Prinzip euer Tuch hier reinklemmen. Und dann wie eine Zange auf die Spindel setzen, die Spindel oder die Z-Achse hoch und runter fahren lassen und dann reinigt ihr damit eure Spindel. Habe ich heute gemacht. Dadurch kann euer Druckbild unter Umständen auch besser werden. Hail to the Kiki, also nicht to the King, sondern to the Kiki. Kommt jeder Drucker mit ASA zurecht? Ja, du brauchst, das, was du machen musst, du musst es ungefähr schaffen, auf 90 Grad deine Druckplatte zu bekommen.
Und auf 260, ja, zwischen 240 und 260 Grad Drucktemperatur Verarbeitung hat das Teil. Aber Toni ist gerade im Stream. Toni, die Frage war bei deinem ASA-Filament, ob es lebensmittelecht ist. Kannst du dazu was sagen? Beziehungsweise gibt es da so eine Zertifizierung, wurde gerade gefragt. Ich habe gesagt, sie sollen bei dir im Shop schauen, wenn würde sowas wahrscheinlich in der Produktbeschreibung stehen. Aber wenn du hier bist, vielleicht kannst du es uns sagen. Des Weiteren habe ich von Bavaria, genau, das Schwarz, von dem sie alle schwärmen bekommen. Das Fantasy Black, der Micha zum Beispiel, schwärmt von dem Zeug, sagt nur dieses Filament. Werde ich drucken bis zum Wochenende hin? Werde ich mit dem Zeug garantiert einige Bauteile gedruckt haben. Das ist jetzt auch wieder ASA. Also genau das gleiche Material, nur eben in Schwarz. Aber hier geht es mir eigentlich um den Look, weil das soll so ein ganz shiny Schwarz sein. Und ich bin sehr gespannt, wie das Material sich verhält und wie es am Schluss dann aussieht. So, um die ganzen Filamente, die ich neu habe, jetzt durchzugehen, brauchen wir noch mal eines, und zwar das hier. Ich habe den Toni gefragt, ob es nicht Hauttöne gibt. Denn ich habe ja schon relativ viele Sachen gedruckt, die durch das AMS gehen und somit Mehrfarbe gedruckt werden. Und gerade bei Hauttönen ist es so, die habe ich immer grau gedruckt, damit ich sie dann bemale, weil es keine coolen Hauttöne gab. Bavaria hat im PLA-Segment einen Skin Tone. Und der wird nächste Woche bei einem meiner neuen Projekte mal durchgetestet. Vielleicht ist es eine ideale Basis zum Weiterbemalen. Oder für so Comic-Sachen wie Super Mario zum Beispiel. Oder wenn ihr irgendwelche One-Piece-Sachen drucken wollt, die jetzt momentan ziemlich aktuell sind, dann braucht ihr natürlich irgendein Filament, das einen guten Hautton hat. Und das ist jetzt kein Schweinchenrosa, weil viele Filamentsorten sind eher Schweinchenrosa oder bräunlich. Das hat eher so einen ganz leichten, sanften Ton. Bin mal sehr gespannt, wie sich das verhält. Und ich bin auch gespannt, weil viele dieser Filamentsorten, wenn sie so einen speziellen Farbton haben, sind, wenn sie gedruckt sind, dann doch eine Spur anders. Mal schauen, ob sich das anders verhält. Ich glaube nicht, weil bei PLA von Bavaria habe ich da eigentlich noch nie Probleme gehabt. Tja, dann gab es Post. Ich muss das alles durchackern. Aber das ist eine schöne Post. Und zwar ist er hier, der sagenumwogene Andreas Wolf. Der Andreas hat beschlossen, dem schicke ich jetzt mal einfach ordentlich viel Farben. Und er hat geschrieben, ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Beziehungsweise hat er mir bei dem zweiten Paket schon hingeschrieben, hoffe, die nutzen dir was. Und ja, die werden mir was nutzen. Und die werden wir heute auch schon intensiv testen. Einerseits ein Model Color Set. Auf die Farben bin ich sehr gespannt. Das sind auch normale Acrylfarben. Die werden wir heute wahrscheinlich antesten, aber das sind eher erdige, gesättigte, ja, ich sag mal so Grün-Brauntöne da drinnen. Das ist eher was, wo man sagt, man Baumbart zum Beispiel cool bemalen kann oder irgendwelche Bases. Oder die sind auch ziemlich geil, wenn man etwas militärisch anmalen möchte. Also vielleicht das schmucke Ding hier, da haben wir uns ja immer noch nicht ganz entschieden, in welche Richtung es farblich gehen soll. Aber ich habe so das Gefühl, dass da drinnen so ein paar Army-Farben sind, die richtig nice sind. Einerseits das wurde mir geschickt eben und das, was definitiv heute zum Einsatz kommt, sind die Army Painter Farben, die zum Airbrushen sind, die ich bislang noch nicht hatte. Ihr habt in jedem Stream bisher gesehen, dass ich keine Army Painters nutze zum Airbrushen, weil sie von den Partikeln her und von, also das Acryl selber ist einfach zu zähflüssig. Man müsste es ordentlich verdünnen. Hier haben wir jetzt einfach mal einen kompletten Basissatz. Und da freue ich mich richtig darüber. Mit Matte Gray in einer sehr großen Tube, dass ihr was seht. Ja. Dann gibt es verschiedene kleine Farben. Und die sind alle im Prinzip out of box zu nutzen. Man muss die nur noch aufschütteln, kann sie natürlich noch weiter verdünnen. Aber an und für sich ist das der ausreichende Satz an Farben, die man wahrscheinlich benötigt. Und auch hier ist schon mal ein Bavarian-Flash drinnen oder ein Barbarian-Flash. Ein Hautton, mit dem man definitiv gut arbeiten kann, den man aufhellen oder abdunkeln kann. Und auf die Farben bin ich heute mega gespannt. Ich hatte diese noch nie im Sortiment, habe sie auch noch nie getestet und werde sie mit dem heutigen Tag zum ersten Mal mit euch ausprobieren. Dann stecken wir die mal hier alle schon in meine Vorrichtung rein, dass ich alles ein bisschen sauberer habe.
Und dann gibt es noch mal ein bisschen was Info an Filament, weil wir haben ja immer zwei Filamenthersteller. Aber jetzt ganz kurz mal schauen. Also im 3D-Druckbereich ist nicht Lebensmittel echt, meint Abrax. Das Thema Lebensmittel echt ist so eine Sache. Toni, ich kann da gleich mal ein bisschen was darüber sagen. Und zwar, ich habe einige Kunden, die jetzt gerade von mir 3D-Drucke bemalt Lebensmittel fest oder Waschmaschinen, also geschirrspülenfest benötigen. Da müsstet ihr wahrscheinlich dann eher zu einem Lackierer gehen, weil eine Lackierwerkstätte kann mit Klarlackversiegelung so etwas eigentlich erreichen. Mit Einbrennen, Klarlackversiegelung, mehrere Schichten Klarlack, dadurch bekommst du dann eigentlich auch, wenn du den richtigen Klarlack verwendest, die passende Beschichtung und somit auch die Festigkeit und aber auch, da kannst du dann drüber lecken, ja, und es passiert nichts, ne? Die meisten Filamente wie PLA, PETG oder ASA sind an sich lebensmittelverträglich, allerdings die Sachen, die man daraus druckt, um diese dann zu vermarkten, sollte man diese zertifizieren lassen. Abrax meint geschirrspülenfest, nicht lebensmittelecht. Okay. Matthias, was ist denn besser? Army Painter, Vallejo etc. Bin da überfordert. Ich auch. Ich nutze das, was ich kriege. Ich teste viel durch und ich bin eigentlich mit all, also ich bin mit Army Painter, mit Vallejo sehr zufrieden. Ich habe aber auch Citadel sehr lieb. Es ist jede Farbe, es ist die, manche Hersteller sind mehr in den metallischen Farbtönen besser, also in Kupfer, Silber, Bronze, ja, was es halt so gibt. Andere haben eher die Naturtöne. Es gibt schrillere Farben, es gibt sehr deckende Farben und mittlerweile stellt jeder Hersteller, wie eben Vallejo, Vallejo bringt momentan gefühlt jede Woche neue Farben raus. Die haben jetzt zum Beispiel One-Liner, das heißt ein Farbstrich reicht und du hast garantiert die Deckkraft der Farbe, wie sie maximal ist. Da kannst du über Schwarz drüber malen anscheinend und sie sollen flächendeckend sein. Dann gibt es Farben wie die jetzt hier zum Beispiel, nein Moment, das waren eben die anderen, wie die hier. Die sind jetzt zwar auch, die sind auch vom Vallejo, ja, aber das sind zum Beispiel Farben, die keine Pinselstriche hinterlassen. Die sind somit so weich, nennen wir es mal einfach so, so flüssig, dass du, ja, wie lackiert arbeiten kannst. Auch interessant, aber so hat jeder Farbtyp seinen Vor- und Nachteil. Und es gibt dann auch noch die Drybrush-Farben, beziehungsweise die Base-Farben oder die Shades, die Washes. Also es gibt unterschiedlichste Farben. Ich rate euch, wenn ihr anfangen wollt, ich habe euch unten mal die Basisfarben verlinkt, die ich heute hier vorstelle. Kauft euch so ein Basisset und schaut mal, wie ihr damit klarkommt. Und dann müsst ihr natürlich auch unterscheiden, macht ihr Farbverläufe mit Airbrush, so wie ich heute, oder malt ihr komplette eigenständige Sachen mit Pinsel und müsst Übergänge malen oder nicht. Vielleicht habt ihr auch einfach nur Comic-Sachen zu malen, wo immer eine Farbe über ein Objekt drüber ist. Dann braucht ihr vielleicht eben die jetzt von Vallejo, die ich vorher gezeigt habe. Also es ist ein bisschen schwierig. Man muss sich eigentlich auch damit, ja, man muss damit fein sein und einfach mal ausprobieren, was liegt einem nicht. Bin mal gespannt auf die neuen Army Painter Farben. Ja, ich auch. So, der letzte Hersteller, also das letzte Ding, was ich noch zeige, ist Nobofil. Nobofil hat mir ebenfalls drei geile Filamente zur Verfügung gestellt. Einerseits, also was heißt einerseits? Wir haben PETG Grau und das ist das Stanley Steel. Nein, es ist nicht Grau, es ist das Stanley Steel. Da meinte der Alex von Nobofil, vielleicht ist das der Farbton, damit ich meinen Terminator hier weiter drucken kann. Ich habe das Gefühl, dass das zu dunkelgrau ist. Aber wir werden es testen. Vor allem PETG in Silbergrau hatte ich jetzt bisher noch nie. Bin gespannt auf dieses Filament. Aber auch an die Hersteller, beziehungsweise die mir das Zeug schicken. Ich brauche meine Zeit. Ich kann ja nicht einfach nur ein Benji drucken und sagen, ist geil, sondern ich möchte ja irgendwas machen daraus. Und ich möchte solche Filamente auch im Dauerbetrieb mal testen. Es kann durchaus sein, dass ihr erst nach 2-3 Wochen mal ein paar Feedbacks von mir bekommt, wo ich sage, hey, das Filament, das ging jetzt einfach mal 2-3 Kilo durch meinen Drucker durch. Ist geil oder geht so? Ja. Michael, grüß dich, du bist der kleine Bastelwastel. Schön, dass du dabei bist und danke für dein Vertrauen. Jeder kann das übrigens machen. Für 3,99 € im Monat kann er diesen kleinen, aber feinen Kanal hier ein wenig unterstützen. Und ist dann einfach ein Bastelbastel, hat dann am Schluss so einen Schraubenschlüssel und ist mega geil. Und Michael, du kannst ab jetzt total die tollen Emojis raushauen. Sensationell. Apropos sensationell. Das Teil, wenn PETG CF da steht, heißt das,
mit Carbonfaser. Da sträube ich mich eigentlich so ein bisschen dagegen. Das hat er mir so ein bisschen in das, der Alex, in das Paket reingeschummelt. Ich bin keiner, der Bauteile druckt, die unfassbar stabil sein sollten. Und ich hatte jetzt letztens auch mit dem Toni so ein Gespräch, wo es darum ging, braucht man überhaupt Carbonfaser in seinen Filamenten? Ist das ein Stoff, ein Werkstoff, der nötig ist? Oder schafft man es mit ABS, ASA oder auch teilweise mit PETG oder mit BLA+ schon die Festigkeit zu bekommen, die man haben möchte? Vielleicht könnt ihr es reinschreiben oder wenn ihr das im Nachhinein anschaut, unterhalb in die Kommentare. Ist ein carbonverstärktes Material für euch essentiell wichtig? Habt ihr Teile, wo ihr sagt, geht nur mit Carbon? Dann schreibt es bitte mal rein. Würde mich interessieren. Ich habe mich immer davon geweigert, weil ich ja eigentlich bislang keine Stahlnosseln genutzt habe, sondern eigentlich immer nur die Kupfernosseln. Und wenn ihr so eine ganze Rolle mit Carbonfaser durch euer, ein Filament mit Carbonfaser verstärkt durch eure normale Nossel durchjagt, dann ist die irgendwann mal durchgeschliffen. Bei Stahl geht's, also die normalen Nosseln, die jetzt beim Bambolab eingebaut sind zum Beispiel, halten das aus oder wesentlich länger aus. So, ich muss hier ein bisschen leiser machen. Ganz im Ernst, mein Bruder hat es wieder mal nicht verstanden, dass ich im Stream bin. Der kriegt jetzt einfach nur ein Foto und sagt, bin am Arbeiten. Nein, ich schreibe, bin am Streamen, schon versteht das nicht. Gut, okay. Das letzte ist Neonorange. Und das ist, ich liebe diese schrillen Farben. Das ist ein bisschen oranger wie das, wie heißt das nochmal? Leuchtrot von Bavaria. Wobei, das ist ASA, das ist PETG. Man kann die vielleicht auch mal testen, welches besser hält. Wenn ihr auf sowas Bock habt, bin gespannt. Ich werde sie unterschiedlich nutzen. Vor allem, weil ich weiß, PETG ist bei weitem nicht so strapazierfähig wie ASA. Lässt sich aber genauso gut verarbeiten. Also, zwei Hersteller, die momentan lustigerweise die oder ähnliche Farben geschickt haben. Das war klar, dass die runterfällt. Ich bin gespannt, ich freue mich auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, haut sie raus. Denn ansonsten würde ich sagen, nach der ersten halben Stunde Trash Talk geht es dann langsam aber sicher in das Bemalen von dem Kollegen hier. Ist halt cool, weil es fast keine Leerlinien hat nach dem Druck. Sonst bräuchte man es nicht, okay. Die Leerhaftung ist nicht zu unterschätzen. Aha. Die Optik von Carbon ist auch einfach mega, mit dem Bambus sowieso. Carbonteile werden hauptsächlich für Industrien verwendet, wegen Gewicht oder wenigem Volumen oder Feuchtigkeitsverbrauch. Ja gut, normale Carbonteile, aber 3D-Druckteile, ich meine, an und für sich ist es ja auch nichts anderes als in dem Fall jetzt PETG mit ein paar Carbonflocken drin, nehme ich mal an. Also dementsprechend wesentlich leichter ist das Filament nicht. Zum Abspannen von Seilen, zum Beispiel Funkantennen auch im Freien. Dazu druckt, Helly, dazu druckst du dir Sachen? Echt? Der Bambo X1 Carbon hat von Haus aus eine gehärtete und keine Messingdüse. Genau, das habe ich eigentlich so gesagt. Vielleicht habe ich es falsch oder du falsch verstanden. Gibt es ein wirklich gutes, transparentes Filament? Naja, transparent ist immer, es gibt ein gutes, durchscheinendes Filament. So richtig Glas? Nee. Let's go, Popeye. Ja. Eine Sache habe ich noch. Aber die ist schnell erzählt. Ein Schluck noch aus meiner Bastel-Bastel-Tasse und dann geht's los. Ich feiere bald die 1000. Stunde auf meinem Bambolab. Und auf meinem X1 Carbon. Den habe ich jetzt knapp 3 Monate. Und der wird intensiv genutzt. Und ich habe euch gefragt, was man dem Bambolab denn schenken kann. Was schenkt man denn einem 3D-Drucker, wenn er 1000 Stunden alt wird? Und es kamen viele extrem geile Vorschläge, wie zum Beispiel, kauf ihm einen Bruder, was ich auch toll fand. aber ich habe vom Toni, vom Bavaria Filament,
etwas ganz Spezielles bekommen. Und zwar eine Hochleistungsnossel. Und diese Hochleistungsnossel werden wir am 1000. Geburtstag, also ich warte wirklich, bis er 1000 Stunden hat, dann machen wir einen Stream und dann hauen wir ihm die Hochleistungsnossel mal rein. Diese Nossel hat den Vorteil, ich zeige euch das jetzt mal hier in der kleinen Kamera, weil das geht ja mittlerweile, dass die drei Löcher hat. Okay, nicht mehr ein Loch, wo das Filament durchgeht, sondern drei Löcher. Und man hat mir das so erklärt, der normale Filamentstrahl wird in drei Filamente aufgeteilt und dadurch hat man einen viel größeren Hitzeverlauf. Also die Hitzeverteilung ist wesentlich besser. Das heißt, eure Nozzle mit 0,4 mm zum Beispiel hat dann innen drinnen eher auch genau die gleiche Temperatur wie außen. Und dementsprechend ist das Filament sehr schnell sehr warm oder es kann sehr schnell durch die Nozzle durchgedrückt werden. Heißt so viel wie, an und für sich hast du das bessere Druckergebnis, das schönere Druckbild und du kannst wesentlich schneller drucken, weil dein Filament im genau gleichen Abstand wie zu einer anderen Nozzle viel schneller aufgeheizt wird. Und dann kann man Highspeed drucken und dann kann man auch mal sportlich drucken, wo man vorher gesagt hat, ich drucke eher nur normal, beziehungsweise man kann auch mal auf verrückt gehen. Und da freue ich mich drauf. Und mein Bambu bestimmt auch. Wir sollen nur nicht laut darüber reden, weil sonst weiß er Bescheid. Ich sag nur, die Nozzle ist schon im Haus. Da werden wir mal rumtesten. Ja? Da bin ich sehr gespannt, da freue ich mich drauf. Ja, hab einen und bin glücklicher Single. Was? Achso. Schau, Kiki zieht zum Beispiel. Tja, Popeye. Falls ihr gleich wieder fragt, was ist das für ein Ständer? Diesmal ist es ein GoPro-Arm, den ich hier radikal mit drei Spacks hier einfach reingemacht habe. Und darunter ist eine 1,25 Kilogramm Hantel. Das Ganze funktioniert eigentlich gut. Mikro meint, der Test interessiert dich auch? Okay. Ich hoffe, dass es für euch okay ist, wenn wir diesen Abstand hier nutzen von der Kamera. Ich denke aber, dass das Kamerabild heute so scharf ist, dass es eigentlich keine Probleme geben müsste, oder? Nennt sich CTC-Düse. Ist nicht deins, du bist wieder zurück zum Bambu. Okay. So. Einfach um ein bisschen Sprühschutz zu haben, wird das Ganze hier mal abgedeckt. Ich hatte extra mir Klebeband hier hingelegt. Nicht tragisch. Hier haben wir noch eins. Das Vorbereiten von so einem Druck ist natürlich wichtig. Ich habe mir auch ziemlich lang den Kopf darüber zerbrochen, wie ich es denn weitermachen soll. Wir haben einerseits den Hut, wir haben andererseits die Pfeife, die andersfarbig sind, auch das Auge. Der Rest, der hat keine Haare, er ist komplett glatzköpfig, genauso wie ich. Er hat nur keinen Bart. Aber ich gehe davon aus, ich werde die Pfeife jetzt mit euch abkappen, weil das Ding kann man ohne weiteres am Ende des Tages wieder ankleben. Ich versuche es sanft zu machen und eine schöne glatte Stelle zu schneiden. So. Aber somit, also ich breche die hundertprozentig ab während dem Arbeiten. Den Hut selber, den werde ich auf gar keinen Fall abkleben. Der wird am Schluss wahrscheinlich dann händisch bemalt. Heute geht es, wie gesagt, nur um Hauttöne, vielleicht ein bisschen ums Auge, wobei das Auge selbst bei dieser Figur dezent tricky ist. Ich kann mal ganz kurz hier rein zeigen. Seht ihr jetzt was? Ich hoffe, ihr seht was. Moment, jetzt seht ihr euch doppelt. Ja. So sieht eine sehr professionell bemalte Figur aus. Die hat genau die gleiche Größe wie die meine jetzt. Also ich muss gestehen, das ist ausgesprochen gut bemalen. Vor allem das Auge. Wir werden schauen, wo wir hinkommen, ob wir in Richtung dieser Vorlage hier kommen. Wir werden sehen. Typisch Art ist auch jetzt Bastelwastel. Ja, grüß dich, kleiner Bastler. Oder Bastlerin. Schön, dass du da bist. Norman meint Betrug, gar keine Nachricht bekommen, aber jetzt bin ich eh
So, ja gut, und guten Tag dann. Ja, es gibt spezielle Verdünner für die Airbrush, aber ihr könnt auch ISO oder Fensterreiniger nehmen, meint die Kiki. Vollkommen richtig. Okay, wir brauchen einen Basiston. Und den habe ich natürlich wieder nicht vorbereitet. Sage ich kurz mein Studio. Hier ist übrigens meine Lackierbox, mit der wir jetzt gleich Absauganlagen technisch arbeiten werden. Ich muss mir nur meine Spraydose holen. So, ich hatte ein Weiß und ich sehe es nicht mehr. Ich sehe den, ich habe glaube ich 600 Spraydosen. Bist du hier? Nein, du bist auch nicht weiß. Oh Gott im Himmel. Ich habe Grace ja hier, aber wo? Da unten. Da unten. Ich habe sie gefunden. Okay, gut. Schändlicherweise habe ich sie vergessen, heute in das Wasserbad zu legen. Normalerweise lege ich meine Spraydosen immer ins Wasserbad, Warmwasserbad, damit alle Pigmente ziemlich weich werden und besser durch die Düse durchkommen. Habe ich jetzt einfach vergessen. Abraxas, dann nimmst du Wasser mit Essig, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so das Coole. Nein, glaube ich nicht. So, ihr müsstet eigentlich so auch ein bisschen was sehen. Einmal mit dem Fingernagelkurs, denn Gott, ist das heute ein scharfes Bild, ich stehe ja drauf. So, kriegen wir schön hin. Kein Sprühnebel oder kein schlechter, spritzender Nebel. Wenn ihr die Kappe nicht reinigt, kann es passieren, dass ihr gnadenlose Tropfen bekommt. Ganz sanft ein paar Spritzer weiß drüber. Auch wenn das jetzt schon ein sehr hellgraues Filament war, es geht mir darum, dass meine Airbrush-Farben einen leichten Basiston benötigen, auf denen sie schlichtweg leicht austrocknen können oder nicht schnell verrinnen. So, den stellen wir jetzt hier mal rein, lassen kurz laufen. Toni, mach's gut. Viel Spaß beim Arbeiten. Muss ja wieder Filament produziert werden. Euch noch viel Spaß. Adieu. Toni, Feuerrot produzieren. Unter Umständen haben wir heute ein paar Freunde dafür bekommen. Joe Wo sagt, nimm den Föhn. Für was soll ich den Föhn nehmen? Ist schon trocken. Ziemlich nice, das Zeug. Falls ihr Stringing habt, dann rate ich euch zum Föhn. Und zwar zu einem Föhn, der ungefähr 70 Grad hat. Dann föhnt ihr euer Modell ab. Und dann habt ihr kein Stringing mehr drauf. Nicht mit dem Heißluftföhn drüber. Da zerstört ihr die inneren Kammern und somit die Füllung. Einfach mit dem normalen Föhn drüber funktioniert tadellos. Apropos tadellos. Lasst uns mal die Farben probieren. Ich möchte mit einem relativ dunklen Hautton starten und heller aufbauend dann die Farben drüber setzen. Wir werden auch heute relativ viel mit Washes arbeiten. So, jetzt muss ich mir hier die Filamente mal ein bisschen weglegen, damit mein kleiner Kompressor hier auch schön steht. Das passt alles. Da wurde alles beim letzten Mal gereinigt. Ich immer stolz bin. Ja, das sieht alles tadellos aus. Okay. Der Link zu den Airbrush-Farben, vielen Dank. MHG Media Solution ist auch da. Wunderbar. So, ich hau mal einfach einen kleinen Spritzer Isopropylalkohol rein und reinige, bevor ich mit Farbe reingehe, nochmal meine Pistole durch. Schraub hinten auch immer auf. Zieh die Nadel vor und zurück. Dann wird das Isopropyl oder der Isopropylalkohol auch um die Nadel rumgehen. Schraub sie wieder fest. Das schmiert nicht, sondern das reinigt. Und jetzt sieht man auch, wie schnell das Töpfchen sauber wird. Ja, sprudelt schon. Das Ganze noch einmal kurz einwirken lassen. Und dann sollte eine, also immer nach dem Airbrushen die Pistole reinigen. Am besten einfach mal mit heißem Wasser auswaschen. Wenn ihr Fensterputzmittel benötigt, weil eure Farben
sich nicht lösen, dann ein bisschen Fensterputzmittel rein. Nach dem zweiten, dritten Mal würde ich sie theoretisch einmal zerlegen, einmal komplett durchreinigen, am besten vielleicht sogar in ein Ultraschallbad legen, dann lösen sich auch die Pigmentstoffe. Und jedes Mal, bevor ihr eben wieder neu startet, einmal die Pistole mit Alkohol oder Fensterputzmittel aussprühen. Und ihr seht dann auch schon, wie gut ihr gereinigt habt. Wenn hier jetzt nichts mehr an Farbe rauskommt, sondern eben nur noch der Alkohol, Respekt, dann ist sie sauber und bereit. Ihr spürt auch auf der Hand, ob da noch Alkohol rauskommt oder nicht. Ein paar Spritzer sind noch drin und dann geht's los. Gute, blöde Frage, was nimmst du zum Saubermachen? Eben, wie gesagt, Isopropylalkohol oder Fensterputzmittel. Aha, da hat sich noch ein bisschen was an Farbstoff auf der Nadel hier. Na, auf der Nadel passt es eigentlich, dann ist es wahrscheinlich vorne im Düsenbereich gebildet. Müssen wir nochmal durchputzen. Man sagt Isopropanol oder Isopropylalkohol. Wenn ich bei uns in der Apotheke sage, ich brauche Isopropanolalkohol, bekomme ich genau das gleiche, wie wenn ich sage, ich bekomme Isopropanolalkohol. Düsenstärke, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, was das für eine ist. Kiki, weißt du das? Nicht, was das für eine war. Sie spuckt noch ein klein wenig. Ist eine kleine störrische Pistole. Okay, los geht's. Gut aufschütteln. Müsste eine 04er sein, ja eben. Ich dachte auch, eine 02er habe ich garantiert nicht drin. Dafür wird sie zu. Kiki, schau mal nach. Sehr schön, danke dir. Barbarian Flash. Ist eine 02er, meinte Norman. Hast du die gleiche? Okay, diese Farben sind wesentlich dünnflüssiger als die normalen von Army Painter. Dann schauen wir mal, die Nadel zu weit drinnen. Ich muss auch gestehen, mein Kompressor macht gerade Faxen. Es kann ja nie total toll werden. So, ich schalte auch die Absaugung ein. Da kommt heute nichts raus. Ich hasse es. Ich möchte auch mit euch nur einen guten Stream machen. Und beim Airbrushen liege ich dann immer so, dass... Ja, ich werde sie ein bisschen verdünnen. Hilft nichts. Wieso die Kiki das weiß? Weil die Kiki die allwissende Mola ist. Kiki sagt eine 03. Ja, schau, da waren wir alle falsch. Okay. Also, ihr könnt an und für sich alle Farben mit Alkohol verdünnen. Es gibt aber auch spezielle Flüssigkeiten, die meistens der Airbrush-Hersteller verkauft. Mit denen könnt ihr natürlich auch arbeiten. So, ich hasse es zu sagen, aber ich habe zu wenig Druck auf meine Pistole und ich kriege keinen Sprühnebel raus. Als wäre sie verstopft. Geil. Und ich will eigentlich nichts. Das ist eine schlechte Technik, wenn man das so macht. Ich sehe mich schon mit euch eher Airbrush-Pistolen reinigen, als dass ich mit euch airbrushen werde. Ah, es geht einigermaßen. Auch wenn die Technik mit Nadel vor- und zurückziehen eine komplett falsche ist. Ich hoffe nur, dass sich der Pfropfen irgendwann mal löst, der im Prinzip meiner Airbrush-Pistole es verbietet, dass die Farbe ordentlich durchkommt. Aber momentan schiebe ich durch das Vor- und Zurückschieben der Nadel die Farbe eigentlich nur durch die Düse durch. Warum denn diese immer? Die macht immer Probleme. Ja, weil die anderen vielleicht... Ja, jetzt kommt sie langsam.
Jetzt sind sie da. Weil die anderen vielleicht nicht so gereinigt sind. Ich dachte aber, die ist mega gereinigt. Aber ihr könnt die rote auch schon nicht mehr sehen, ne? Wie viel Bar ist eingestellt? Maximal. Was hat denn der Kompressor jetzt? Ich bin auf 2,9 Bar. Bisher an und für sich kein Problem gewesen. Aber ich höre, dass die Nadel spuckt. Ich habe zwar keine Tropfen. Das sieht man nämlich ziemlich schnell, wenn die Nadel nicht sauber ist oder wenn sie verbogen ist. Dann sieht man die Tropfen. Aber ich habe einfach ein bisschen Farbstau. Das ist eigentlich viel, ja, ich denke auch. So, die erste Schichtfarbe ist an und für sich nur eine reine Deckschicht. Ja, jetzt fängt sie an gut zu sprühen. Das ist wahrscheinlich wie ein Fahrzeug, muss nur eingefahren werden. Ob es eine Rohrverstopfung ist? Ja. Ein Röhrchenverstopfung maximal, ein Rohr ist da keins dabei. Also nochmal für alle, die zugeschaltet haben. Es ist komplett egal, ob der Hut jetzt mitgesprayt wird oder nicht. Der tut momentan noch nichts zur Sache, die Kappe. Ich versuche jetzt noch nicht mal zu schauen, dass ich alles treffe oder dass ich überall hier jetzt ausreichend Farbe drauf habe, sondern ich versuche schlichtweg einfach mal alles einmal leicht einzufärben und nichts weiß zu lassen. Hinter den Ohren zum Beispiel. Wie läuft das hier jetzt bei euch mit der Kamera? Ist das in Ordnung so? Seht ihr was? Muss ich eher hier arbeiten? Sie lässt sich gut sprühen. Wenn sie mal durch ist, durch die Düse, lässt sie sich wirklich gut sprühen. Sieht klasse aus, richtig Hautton? Nein. Noch nicht so ganz. Da müssen wir schon noch ein bisschen arbeiten. So, ich nehme mal ein bisschen Wasser. Das war vielleicht zu viel, mal schauen. Misch das Döpfchen ein bisschen durch. Man kann auch eigentlich den Finger draufhalten und dann pusten, aber es geht mir darum, dass ich jetzt mit einem ziemlich gelösten Wassergemisch. So, jetzt kommt es langsam raus. Ganz leicht nur drüber Nebel. Kriege ich überall noch so ein bisschen was an Farbton drüber. Ihr solltet nur keine Tropfenbildung haben. Ist gut. Wunderbar. Ja, es ist kein schlechter Basiston, definitiv. Optimal. Wenn ihr übrigens keine Absauganlage habt, setzt eine Maske auf. Einfach eine Corona-Maske auf und alles ist gut. Der Airbrush-Kompressor, der arbeitet heute voll. Top, meint ihr mit dem Bild? Okay. GoPro ist top, ja wunderbar. Wenigstens das. Die Kamera-Unterton sind absolut top. Ja wunderbar. Kiki, gutes Set, welches du empfiehlst. Ich würde nur bei der Gun gleich eine Evo nehmen. Ja gut, die was Kiki empfohlen hat, ist ein Einsteiger-Set. Wenn ihr über dem Begriff Einsteiger drüber seid, werdet ihr wahrscheinlich sowieso wissen, was euch bei der Einsteigerpistole nicht so gefallen hat und dementsprechend dann einfach ja ein bisschen anders agieren und arbeiten und einkaufen dementsprechend natürlich. Sieht fast schon fertig aus, meint der Budenhorst. Nein, da gibt's. Ich meine, er hat jetzt
Seht ihr, wie gelblich im Vergleich zu meinem Hautton das ist? Ich meine, wir müssen nicht meinen Hautton machen. Das ist der Basiston. Er könnte sogar noch eine Spur dunkler sein. Wir werden aber schauen, wie wir ihn jetzt ein bisschen aufhellen können. Damit wir, also jetzt kommen die Highlights. Das ist im Prinzip die tiefen Teile, die tiefen Stellen der Bohren sind mal so mit dem Basiston ausgefüllt. Und der Rest wird jetzt dann einfach mit Highlights gemacht. Normalerweise haben wir das immer dry gebrushed. Aber das Drybrushen sparen wir uns heute, zumindest bei dem Hautton, und mischen uns das selber an. Ich liebe die H&S allein wegen dem leichten Reinigen. Wir haben extra für die Handwerker Anfänger rausgesucht, mein Kiki. Ja, sehe ich genauso. So, wir brauchen jetzt nicht mehr so viel. Ich sage jetzt mal ein Drittel vom Töpfchen mal voll. Und jetzt mischen wir Weiß dazu, um das Ganze aufzuhellen. Der Vorteil eben von Airbrush-Farben ist an und für sich, wir werden jetzt sehen, ob das bei Vallejo auch so ist, man kann sie sehr gut aufhellen und abdunkeln. Irgendwann mal ist aber der Zug abgefahren. Also wenn ihr jetzt sagt, hey, ich mache es jetzt dunkler, mische ein bisschen Rot rein zum Beispiel oder Lila, dann wird das Ganze ein bisschen dunkler. Und dann sagt ihr, na, es muss doch wieder heller werden, dann irgendwann mal ist Schluss. Also ihr könnt dann einfach einen ganzen Kübel Weiß reinhauen und eine ganze Kube Schwarz und wieder ein Kübel Weiß, aber irgendwann mal seid ihr durch. kleiner Seitenkick meinerseits an mich. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich als Fotograf mal eine 50% graue Wand benötigt. Somit habe ich mein Studio weiß gestrichen und habe mir dann einen Kübel Schwarz und einen Kübel Weiß gekauft. Zusammengemischt und festgestellt, wow, ich habe gerade 2 Liter komplett schwarze Farbe daraus bekommen. Denn um 50% grau zu erreichen, musste ich bei diesem Farbverhältnis 7% schwarz zu 100% weiß geben, dann ergab es 50% grau. Also Farben mischen muss man mit der Zeit zum Gefühl haben und vor allem mit seinen Farben muss man arbeiten, um zu sehen, haut's hin oder nicht. Übrigens sehe ich gerade, dass Mattgrau in der großen Dube ist ein Primer, den sie mir hier mitgeliefert haben. Der hört sich schon sehr flüssig an. Der ist anscheinend zum Grundieren von solchen Teilen extrem gut. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Ich habe es nicht ausprobiert. Rot und Lila und Blau. Na man, abwarten. Gut. Die Farbe kommt schon wieder raus. Noch die dunkle, jetzt wird sie langsam heller. Man sieht auch schon im Töpfchen, das ganze Teil ist wesentlich heller. So, ich stelle meine Figur jetzt so auf und spraye im knapp 70 Grad Winkel von oben runter. Und gehe zum Beispiel über Nase, über Kinn speziell drüber. Die Augenbrauen kriegen eigene Teile. Also überall dort, wo wenig Durchblutung ist, werde ich die Haut ein bisschen weißer machen. Wo sieht man, dass wenig Durchblutung ist? Bei den Ohren zum Beispiel oben ist weniger Durchblutung als in den Ohrläppchen. Oberhalb der Wangen macht man es auch etwas heller. Der Nasenhöcker, da vorne ist es wieder ordentlich durchblutet. Ja? Die Augen kann man ein bisschen rausholen. So, komm, spray, meine Liebe, spray. Kinnpartie ein bisschen heller. Und bei jeder Falte schaue ich, dass sich die obere Stelle der Falte ein bisschen aufhält. So wird mein ganzer Körper hier ein bisschen dreidimensionaler und sieht am Ende des Tages besser aus. Und gibt uns vor allem für die restlichen Arbeitsschritte eine gute Basis. Und ja, ratet mal, auch wieder streicht ein bisschen meine Pistole. Ob ich mir mal eine Nase gebrochen habe, von wegen kaum durchblutet. Naja, ich möchte jetzt nicht clever sein, aber eine Nase blutet ja auch nicht. Also blutet ja hauptsächlich von innen nach außen, oder?
eben von oben runter ist das wichtig. Aber kriegt schon langsam aber sicher den Hautton, den ich haben möchte. Nochmal, sei bitte bedacht, dass die SDL ein kleiner Fake-Kauf auch ist. Ich gebe es mal offen ehrlich zu. Seht ihr jetzt die SDL? Ihr müsst es sehen. Aber verkauft wird das Ganze so ein bisschen, als hätte der einen Anzug an. Hat aber nicht. Ihr bekommt wirklich nur das Teil. Ja? Und auch die SDL hier oben hat überall zum Beispiel Nähte. Das hat der nicht. Es wirkt fast so, als hätte irgendjemand die richtige SDL, die ich hier nicht habe, genommen, hätte einen Scan gemacht und hat dann einfach den Scan wieder online gestellt. So sieht es ein bisschen aus. Vielleicht findet ihr eine andere SDL, eine bessere, dann postet sie bitte unbedingt unterhalb nachher in dieses Video rein. So. Ich reinige mein Töpfchen hier im Wasserbad, denn ich brauche keinen Hautton mehr. Noch nicht, also vielleicht später nochmal. So. Dann einmal mit dem Tüchlein rein und gleich versuchen, so viel Dreck wie nur möglich aus dem Töpfchen rauszubekommen. Müsste aber natürlich, dass das Wasser verdünnt ist, jetzt relativ gut zum Trocknen sein und zum Saubermachen sein. Genau, jetzt kommt Isopropylalkohol rein. Man kann es theoretisch jetzt ein bisschen ausruhen lassen, dann löst der Alkohol alles, was da drinnen ist, an Farbe auf, aber dadurch, dass wir das letzte Mal mit Wasser gearbeitet haben, reicht ein Wattestäbchen einmal rundherum. Sauber machen. Und aussprühen. Ist der T800 aus dem Drucker? Natürlich. Ich habe übrigens meinen Hauptkanal jetzt auf der Startseite dieses Nebenkanals mal verlinkt. Hab mir der Micha gesagt, soll ich unbedingt mal machen, weil viele gar nicht wissen, dass es eigentlich einen Hauptkanal gibt. Mit mittlerweile, was waren es, 800 oder 900 Videos und Tutorials. Das ist echt eine Riesengeschichte. Also falls ihr da mal hinschauen wollt, da gibt es auch sehr viele ehemalige Livestreams, beziehungsweise gibt es auch gute, wie sagt man, keine Kanäle, sondern Playlists. Playlists mit 3D-Druck, mit Bemalung, da haben wir alles dabei. So. 2700 Zuschauer und nur 92 Likes. Ich glaube, es sind 270 Zuschauer, oder? Ja, Leute, die Likes ist etwas, das hält uns am Leben. Es ist einfach so. Aber ich bin eh sehr stolz auf euch, ganz im Ernst, dass so ein kleiner Bastelkanal so eine Reichweite mittlerweile hat und auch so gut gesehen wird, das gefällt mir. Das ist einfach wow. Das motiviert mich, dass ich auch mal 3 oder 4 Mal die Woche stream. Danke dafür. Gut. Vielleicht war das auch das letzte Mal, dass ich mit dieser Airbrush-Pistole gearbeitet habe. Unter Umständen können wir die alten Grafos wieder ausbacken. Das war ja eigentlich nur ein Gag, weil die, keine Ahnung, ein paar Euro gekostet hat. Okay, dann machst du das genauso wie ich, Matthias. Das Reinigen, okay. So, der ist mittlerweile wieder trocken. Pudel trocken, ja. Jetzt ans Waschen. Und da brauchen wir jetzt ein paar Farben. Jede meiner Figuren, auch die hinten im Regal, wurden alle so gemacht, dass wir vom Dunkeln ins Helle arbeiten. Im Prinzip ist das genau das Gleiche. Nur arbeiten wir beim Hautton nicht von schwarz auf den Hautton, sondern eben von einem dunklen Hautton, meistens bräunlich, zu einem Rosé-Schweinchenrosa Hautton. Jetzt ist es aber so, dass wir keine Falte berücksichtigt haben. Wir haben zwar alles in einem dunklen Ton gemacht und dann von oben kleinen Highlights gesetzt, aber jetzt müssen wir mit Washes arbeiten und diese Washes gehen in die Furchen rein, in die Kanten rein, vor allem in die Ohren, in die ganzen Falten, die im Prinzip um das Auge rum sind. Und die müssen in verschiedenen Farbtönen gehalten werden. Denn Haut hat nicht nur einen Farbton. Haut hat zum Beispiel Gelb. Und das, was ich jetzt mache, ist ein bisschen tricky. Wir nehmen normale Airbrush-Farbe, hauen hier ein paar Tropfen rein. So, ich habe Wasser vergessen.
Habe ich noch Wasser hier irgendwo? Das Wasser ist dreckig. Moment, ich habe drüben noch. Ich habe in meiner Flasche noch Wasser. Nein! Ich bin ein Depp. Ich habe ja destilliertes Wasser hier. Natürlich. Je nachdem, wie kalkhaltig euer Wasser ist, könnt ihr natürlich auch normales Wasser nehmen. Markus, dazu bitte wirklich auf dem Hauptkanal dir die Streams anschauen von dem T800. Da gibt es einen eigenen Podcast bzw. eine eigene Playlist, wo es nur um den geht, mit zig Videos. Und wir verdünnen hier jetzt mal unsere erste Wash. Dicker Pinsel, der saugfähig ist. Was wir brauchen, ist ein Farbton, der zwar gelb aussieht, aber am Ende des Tages seht ihr, der verrinnt extrem. Ihr braucht hier jetzt auch noch kein Spülmittel oder so reinmachen. Es geht nur darum, dass ihr, wenn ihr hier auf dem Becher entlang fahrt, so leichte Schlieren bekommt auf dem Becher. Dann seid ihr ziemlich cool unterwegs. So, der Trick an der ganzen Geschichte ist folgender. Ihr nehmt euch jetzt einen Zeber und einen Schwamm. Den Schwamm zerreißen wir mal, dass wir ein bisschen eine Struktur bekommen. Denn jetzt wird das hier eine Sauerei, weil diese Farbe rinnt und verursacht sofort Rinder auf eurem ganzen Modell. Erstmal alles einschmieren damit. Ich werde jetzt auch keinen Chat lesen oder so. Mir geht es jetzt darum, dass ich diese Figur gut hinbekomme. Es gibt sehr viele Bereiche auf der Haut, die leichte Gelbtöne haben. Und damit versuchen wir diese Gelbtöne jetzt zu simulieren. Achtet darauf, dass ihr in die Ohren, in der Nase, im Mund, überall diese leichte Gelbschicht habt. Wann sieht man oder wie sieht man am Schluss diesen Gelbton? Erkennt man ihn überhaupt? Jein. Er wird eher wie eine leichte, ganz, ganz dünne, übernebelte Farbschicht mit der Airbrush wirken. Ich tupfe jetzt ein bisschen was von diesen Farben ab. Nicht viel. Er glänzt noch und das heißt für mich, wenn er glänzt, ist ein Farbton da. Und damit haben wir jetzt den ersten Farbton da. Lustigerweise sammelt sich in den Ohren jetzt ziemlich viel von diesem Gelb. Also muss ich die Wattestäbchen jetzt tatsächlich hier bei dem ganz normal in den Ohren nutzen. So. Der Schwamm dient jetzt dazu, wir haben jetzt eigentlich eine sehr nasse Figur. Und unsere Airbrush-Farbe darunter war an und für sich ja schon trocken. Durch diese sehr feuchte Überarbeitung können wir jetzt mit dem Schwamm aber Highlights setzen. Man sieht es vielleicht beim Ohr. Ich arbeite hier drüber und reibe mich jetzt so ein bisschen auf die Basisfarbe wieder runter, die wir vorher hatten. Es geht sogar extrem gut. Und damit bekommt der, man darf es nicht zu viel machen, wieder Highlights gesetzt. Es ist an und für sich nicht ein Dry Brush, sondern eine Dreiradierung. Und wichtig, das jetzt nach diesem gelben Arbeitsschritt zu machen. Wir nennen einfach den gelben Arbeitsschritt. Die Nase ein bisschen. So, da habe ich vielleicht schon zu viel weggenommen, aber dadurch, dass es eine alte Figur ist, können wir dieser Figur jetzt auch diese Kleinigkeiten hier verzeihen, weil da werden wir später noch mit anderen Washes drüber arbeiten. So, hier mal ein bisschen sauber machen. Gut. Gelb ist an und für sich fertig, kann weg. Jetzt kommt die nächste Wash. Und das ist rot. Ich habe dazu schon eine rote Wash von Citadel. Gut, ganz im Ernst, die sind sauteuer. Das war zu viel. Bisschen weniger. Ich muss da ein bisschen haushalten. Auch die nochmal verdünnen. Nochmal Wasser rein. Dass ihr so einen leichten Cola-Ton habt oder ja, schlechten billigen Rotweinton. Und auch die jetzt über die ganze Büste drüber. Die macht schon anderes Farbe. Und die darf auch gerne sich ein bisschen in den Falten länger sammeln. Was heißt länger? Naja, ihr seht jetzt im Ohr zum Beispiel hier auch an der Halsfalte,
Wenn ich hier die, das ist wie kleine Pfützen. Lass die Farbe hier einfach ein paar Sekunden, vielleicht ein paar Minuten drin stehen, auch bei den Augen. Dann saugt sich oder die Pigmente ziehen sich nach unten und dadurch bekommt eure Figur jetzt diesen Wash-Effekt, dass eben überall in den tiefen Stellen diese Farbtöne hier drinnen bleiben. Hinten aufpassen, hinten rinnt jetzt alles zusammen. Ich lasse es jetzt kurz so, nehme nur meinen Wettex hier und tupfe von hinten ein bisschen ab. Jetzt dürften hier keine Ränder mehr sein. Lassen wir es ganz kurz stehen und dann saugen wir wieder mit Wattestäbchen oder eben wieder mit einem Zeber diese Farben hier raus. Hier, es wirkt hier schon sehr dunkel. Bei den Augen fehlt es mir noch ein bisschen. Da kann ohne weiteres noch ein bisschen rein. Das ist jetzt wirklich eine äußerst dezente Art und Weise, die Wash aufzutragen. Und jetzt saugen wir die Farben aus den Stellen hier wieder raus. Und ihr seht, die bleiben relativ dunkel. Aber ich möchte ja keine Figur erzeugen, die mit Pinselstrichen oder mit richtig Sprühnebel zum Hautton geworden ist, sondern ich möchte es eigentlich so möglichst realistisch wie nur machbar hinbekommen. Bei den Augen kann man es lassen, das ist kein Stress hier. Das sieht gut aus. Und jetzt wäre es eigentlich so, dass man sagt, oh, da muss ich jetzt so lang warten, da gehe ich jetzt mit dem Föhn drüber. Nee, genau das ist falsch. Wenn ihr jetzt bei so einer wasserverdünnten Wash mit dem Föhn drüber geht, kriegt ihr genau solche Finger und Spritzer. Das ist schlecht. Tupft mit einem Schwamm drüber. Saugt somit mit Teilen des Schwamms die Farbe wieder auf und tragt den Rest, also den, was ihr aufgesaugt habt, dann über die Schwammstruktur wieder auf die Haut. Damit bekommt ihr so eine leicht texturierte Haut, die man aber nur so sieht. Man muss da richtig nah rangehen. Ja? Peter Masko, gute Nacht! Wo ist denn der Link zum Hauptkanal? Ich glaube, ich bin blind. Ist er wahrscheinlich. So, jetzt kann ich auch hintenrum alle Ränder machen. Hintenrum ist der komplett glatt. Da bringt es nichts, jetzt hier mit einer Wash drüber zu gehen. Oder noch nicht. Das machen wir dann gleich ein bisschen später. Und jetzt zeigt sich auch, ist das eine gute Farbe oder nicht. Weil ich habe das Gefühl, der Schwamm fängt langsam an zu kleben. Aber es glänzt noch. Und ich bin der Meinung, wenn Farbe leicht klebrig wird, dann geht die Flüssigkeit raus, die Pigmentstoffe bleiben auf dem Modell und ihr könnt getrost nach ein, zwei Minuten dann mit dem Föhn drüber gehen und ganz leicht den Rest des Wassers aus der Farbe rausziehen. Der wird langsam. Sieht ganz gut aus. Bedenket, Hautton sieht für uns ein bisschen anders aus, als es jetzt ist. Wenn ihr mein Gesicht anseht, dann seht ihr Kleidung, ihr seht Augenfarbe, ihr seht Augenbrauen, ihr seht Lippen, die anders gefärbt sind, Bart. Das heißt, jetzt haben wir alles in einem Guss. Das hier hinten, das könnte schon langsam so Babybobo-Farbe sein. Das funktioniert. Hier vorne fehlt es uns noch, weil wir eben, gerade wenn wir die Augenbrauen, die Augenlider Blut unterlaufen machen oder auch einfach die Falten mehr texturieren und die Lippen ein bisschen rausholen, dann wird das Ganze zu einem Guss erst. Das Trocknen schreit nach einer Pipi-Pause. Hat Kiki Nöten. Wisst ihr was? Haben wir schon eine Stunde durch? Ja, eine Stunde 8. Eine geile Idee. Ich hole mir was zu trinken, weil ich habe tierisch Durst. Wir machen 2-3 Minuten Pause. Geht kurz aufs Klo oder raucht schnell eine. Und der trocknet, ich föhne den gar nicht. Und dann haben wir eigentlich gute Pipi-Pause. Danke, Micha. Wahrscheinlich hat einfach nur deine Frau gerade gesagt, sie muss aufs Klo und will nicht weg, oder? Ihr hört jetzt ein bisschen Fahrstuhlmusik. Die ist übrigens das ideale Musikthema, um diesen Kanal auch ordentlich mal durchzuliken. Ich sag's nur mal so für einen Freund. Ne? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ab und zu mal hier ein Like da lasst. Vielen Dank, wir sehen uns ganz gleich wieder.
Ich bin wieder da. Ich weiß, die Pausen werden immer kürzer, aber in den Pausen hauen auch die meisten Leute ab und deswegen versuche ich die mittlerweile immer kurz zu halten. Ich gehe kurz aufs Klo, hol mir was zu trinken, kau ein Hustenbonbon und dann geht's weiter. Ich habe hier Reichland Flash. Reichland Flash wurde ja jetzt ganz verdünnt aufgetragen und jetzt nehme ich dieses Reichland Flash nochmal auf einem meiner Lieblingspinsel. Und zwar ist das der von Army Painter. Der ist eigentlich ein Washpinsel. Und mit dem kann man wunderbar die Augen zum Beispiel dunkel machen. Oder hier jetzt separat einzeln alle Bereiche, wo es wirklich tiefe Furchen und Kanten gibt, waschen. So, da seid ihr mir bitte, wenn ihr das macht, äußerst behutsam. Ihr solltet hier nicht literweise direkte Wash drüber jagen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Malt das partiell auf. Gott, ihr seht ja fast gar nichts wegen meinem Hut. Sorry, ich sehe es. Vielleicht ist die Position der Kamera noch nicht ideal. Aber so wie man eigentlich eine Figur malt oder zeichnet, man erstmal die tiefen Stellen ausmalt, so möchte ich das jetzt hier eben auch haben. Am Hut entlang zum Beispiel. Die bleibt relativ lange nass. Und somit haben wir, und das ist jetzt bei verschiedenen Washes natürlich auch unterschiedlich, muss ich zugeben, aber ihr habt relativ lange Zeit, im Nachhinein nochmal mit eurem Schwamm drüber zu gehen und mögliche Rinner bzw. Pinselstriche, die ihr definitiv erzeugen werdet, hier rauszuholen. Wiederum, der Schwamm ist Textur. Ihr nehmt die Farbe auf in den Pfützen und texturiert sie überall anders hin. In den Ohren haben wir wieder das Problem, hier sammelt sich der Farbton, hier drinnen auch, da komme ich jetzt nicht rein. Dann nehmt ihr einfach ein Wettex oder ein Tempotaschentuch oder so. So, dann machen wir den Hals hier. Also ich konnte jetzt auch nicht das Ganze, den ganzen Kopf machen, das ging nicht. Da hatte ich jetzt Angst, dass die Farbe zu schnell einzieht oder zu schnell trocknet. Lieber partiell arbeiten. Einmal Gesicht, einmal die Ohren machen, einmal den Hals machen, dann wieder auf euren Schwamm umgehen. Und auch so ist es so, wenn ihr jetzt hier die Wash in den Pfützen stehen lasst, dann werden die mit der Zeit immer dunkler. Ich rate das Ganze nur in Etappen zu machen und lieber ein bisschen was an Wash rauszunehmen, sie zu verteilen und nach dem Trocknen nochmal drüber zu gehen und zu sagen, okay, dieser Bereich hier muss nochmal ein bisschen dunkler werden. Aber jetzt kriegen wir langsam aber sicher Hauttöne. Jetzt kriegen wir Farben, so wie ich sie haben möchte. In den Augen, hier drinnen, da darf es ohne weiteres dunkel bleiben. Auch hier drinnen. Lieber nochmal mit dem Pinsel rein. Musst du den Motor anschmeißen, over the top? Welchen Motor? Was meinst du? Weiß nicht, was du meinst. Alter, da werde ich ja stark auch noch, wenn ich das Ganze mit einer 1-Kilo-Hantel hier mache. Kriege ich ja richtig Muskeln hier beim Streamen. War nur links. Sehr gutes Verhältnis. Rechts habe ich eh immer mehr Muskeln. Meint den Film wegen der Kappe. Achso, sorry. Ja, ich war mir auch nicht sicher, ob ich die GoPro noch mehr reinzoomen soll. Aber ich denke, das ist jetzt hier für euch eigentlich ein ganz guter Winkel. Oha, das ist zum Beispiel schlecht. Seht ihr, da rinnt die Farbe jetzt hinten raus. Die wird sofort verrieben. Christian, grüß dich. Servus. Schön, dass du da bist. Hier wirkt es sehr dunkel. Macht euch da jetzt keine Sorgen. Ihr könnt eigentlich auch wieder den Schwamm als Drybrush nehmen und Stellen, die vielleicht ein bisschen zu dunkel waren, mit dem Schwamm wieder leicht abarbeiten, weil alles klebt hier. Die Farben lösen sich gegenseitig wieder ein bisschen auf. Das ist typisch für ganz verdünnte Airbrush-Farben. Wenn ihr das jetzt hier mit
normalen Acrylfarben macht, wie die klassischen Armbänderfarben, mit denen ich sonst arbeite, dann habt ihr das Problem, dass ihr das eben nicht könnt. Dann ist die Farbe einfach drauf. Fertig. So, wir kriegen aber langsam aber sicher so ein altes Herrengesicht. Das ist cool. Ich soll die Cap um 180 Grad drehen, dass das Mikro dann da hinten ist. Da versteht ihr mich wahrscheinlich extrem gut dann, oder? Nee, die Cap muss vor, es geht gar nicht anders. Aber ich könnte mir mit der Zeit einfach eine Cap bauen, die hier eine Aussparung hat, ein Loch, das ihr durchschauen könnt. Oder ich nehme nur ein Stirnband, wo vorne so ein kleiner Bügel vorgeht, wo das Mikro dran ist. Ach komm, ich muss es einfach nur lernen, dass ihr mich nicht seht oder ihr das Ganze nicht seht, wenn ich so hier streame mit euch. Sondern ich muss halt ein bisschen mehr Distanz haben. Wie gesagt, neue Kamera. Rinner hinten. Ja, Rinner hinten. Danke, danke. Oh, trotz Zeitverzögerung im Chat und Stream noch geschafft. Sehr gut. Wusstest nicht, dass das Mikro dran ist? Ja, ich kann kein Mikro auf die Brust stecken wegen meinem Bart. Dann würdet ihr euch noch viel, viel mehr aufregen. Aber da kommt schon der Campino, das Mikro in den Bart einflechten. Ja, es ist vielleicht auch nicht so die perfekte Idee. Gut. Irgendwie, ich muss meine scheiß Schaukel endlich schmieren. Die quietscht einen runter. So, ich habe jetzt hier eine äußerst rötliche Wash, die hoffentlich, wenn alles gut läuft, schöne Punktchen macht. Ja, sehr gut. Okay. Ich trage die mal auf. Das sind Altersflecken, die ich jetzt hier mache. Oder es ergeben hier sich dann auch bestens kleine, aber feine Pigmentflecken, Pickelchen oder sonst irgendwas. Sowas kann man mit der Airbrush machen, wenn man die Airbrush gut unter Kontrolle hat. Weil dann nimmt man vorne die Kappe weg und dann spuckt die Airbrush automatisch so ganz, ganz leichte Pünktchen weg. Ich bin nur der Meinung, dass ich das weniger kontrollieren kann als hier jetzt mit meinem Schwamm. Wenn ich mit dem Schwamm jetzt über die Nase hier drüber gehe, sieht das so aus, als würde der so eine blutunterlaufende Nase haben. So wie ein Säufer, der, wo alle Blutgefäße da vorne geplatzt sind. Das kann durchaus besser wirken. Und dadurch bekomme ich jetzt eben Struktur rein. Und ich kann eben diese alten oder diese alte Haut simulieren. Geplatzte Blutgefäße, überdehnte Haut. Viele nutzen eigentlich jetzt auch noch eine leicht lila-bläuliche Wash, weil die bläuliche Wash so wirkt, als würden eigentlich Blutgefäße sehr leicht durch die Haut durchscheinen. Das kann toll aussehen. Mal schauen, in welche Richtung wir hier gehen. Der Bart muss ab, meint der Helle. Ja, genau. Da würden mich einige Leute, glaube ich, ziemlich böse anschreiben, nicht mehr bei ihnen arbeiten lassen oder sonst irgendwas. Der Bart ist schlichtweg ein wichtiges Element vom Schweighofer mittlerweile geworden. Der geht so schnell nicht runter. So, wir bekommen diese unregelmäßige Haut. Oh, das ist echt nicht schlecht. Gut. Ganz im Ernst, ich hätte doch Bock, bisschen lila hier reinzuarbeiten. Bisschen lila-blau, sagen wir es mal so. Kann man denn Washes drybrushen? Wir werden es rausfinden. The Flavor ist wieder frisch von der Spätschicht, du Armer. So, ja, wir können Washes drybrushen, aber schön, dass du da bist. Okay, da muss man jetzt aufpassen und ganz sanft arbeiten nur. Ab und zu mal so einen ganz leichten Blauton. Glaub mir, Blau kommt in jeder Haut vor.
Interessant, diese Wash ergibt eher lila, wenn ich sie auftrage, was gerade ziemlich nice aussieht. Oha, beim Zigarettenstummel hatten wir gerade Probleme. Ah, Moment. Da war noch ordentlich was am Wash drinnen, die ich tunlichst hier rausnehmen muss. So. Nee, was wollte ich sagen? Mit der blauen Wash zu arbeiten ist interessant, weil sie lila aufträgt. Kommt natürlich oder hängt natürlich davon ab, was für Untergrund wir haben. Aber dadurch, dass wir eben so einen leicht Rosé-Hautton-Untergrund haben, wirkt das geil. Hinter den Öhrchen. Gut, ich schalte mal die Absaugung ein und lasse den Sprühnebel hier absaugen und will es nicht übertreiben. Das war's, was Wash angeht jetzt hier bei der Haut. Ich denke, wir sind gut unterwegs. Bin doch immer da, wenn sich's irgendwie einrichten lässt. Das weiß ich doch. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich dich sehe. Ein Schmied ohne Bart ist einfach kein Schmied. Da weiß jemand, von was er spricht. Danke! Ich bin wieder mal am Reinigen meiner Pistole. Was gar nicht mehr so schwierig ist, bei verdünnten Washes geht das ziemlich einfach. Wann genau hat der neue Typ gesagt, kommt er zum Dosengitarre spielen? Das werde ich euch diesmal wirklich rechtzeitig sagen. Ich hoffe, nächste Woche ist Zeit, dass er da ist. Welche Absaugung nutze ich? Die wird dir Kiki wahrscheinlich gleich mal hier reinposten. Kannst du dir genau die gleiche besorgen, wie ich sie habe. Die ist gerade zum Airbrushen oder auch zum Grundieren mit Spraydosen ideal. Funktioniert wirklich gut. Das merkst du einfach, wenn du mit Lacken arbeitest und am Ende des Lackvor- oder Sprühvorgangs den Lack nicht riechst in deinem Studio. Wir müssen kurz den Kollegen hier föhnen. Auch wenn er keine Haare hat, er muss geföhnt werden. Wir kommen langsam aber sicher zur Handarbeit. Und Handarbeit heißt für mich, ich muss mir das Äuglein ausmalen. Und dazu nehmen wir mal gekonnt einfach ein klassisches Weiß. Da braucht man nicht viel. Und ein bisschen was von dem Original-Hautton. Wo ist denn der gerade hier? Sollte eigentlich rumstehen. Wo ist mein Reiklan-Flash? Da ist es. Das Weiß ist im Übrigen kein Airbrush-Ton. Ich arbeite jetzt hier mit den Farben schon von normalen Army Painters oder Army Painter Farben. So. Das ist ein richtig guter Farbton. Er sieht jetzt zwar aus wie cremeweiß, auf der Figur wird aber aussehen wie schneeweiß. Wichtig, ich sage das auch jedes Mal bei jedem Stream, wenn wir Augen malen, nutzt keine kompletten Weiß- oder Schwarztöne. Mischt immer ein bisschen Farbe dazu. Bisschen verdünnenden Farbton, dass er nicht rinnt, aber dass er keine Pinselstriche verursacht. Jetzt kann man das ganze Auge hier mal grundieren. Macht keinen Sinn, vorher, vor der Airbrush-Geschichte, den Augapfel auszumalen. Macht überhaupt auch die Kappe. Das sind Sachen, die macht man später. Erstmal die Basisfarbe legen, die Hauptfarbe, und die ist nun mal einfach die mit Airbrush erzeugte Hautfarbe. Und dann könnt ihr solche Sachen sehr gut ausarbeiten. Das wird jetzt deckend in diesem leichten Cremeweiß ausgemalt und wirklich trocknen gelassen. Das Auge muss komplett trocken sein. Sonst werden die ganzen nächsten Arbeitsschritte katastrophal enden. Dann haben wir hier eigentlich auch
ein Auge. Zwar sieht man es kaum, aber es ist vorhanden. Moment, was mein Klickfoto? Ich muss eh trocknen lassen, ich lese mal kurz. Wo genau kann man deine 3D-Drucke kaufen? Welche Plattform? Ah, du meinst, wenn ich dir was drucken soll? Naja, du musst mir einfach nur schreiben, auf Instagram zum Beispiel oder auf Facebook. Und dann können wir über das Thema mal quatschen, was du haben möchtest. Hängt immer davon ab. In welche Richtung sollen deine Drucke gehen? Hast du selber Dateien? Oder hast du Fremddateien, die wir einkaufen müssen? Wie auch immer. Schauen wir mal. Kannst du mich gerne anschreiben. Aber momentan herrscht ziemlicher Betrieb in meinem Drucker und ich habe nur einen Bambulab. Und deswegen wird es ein bisschen dauern, bis ich dir deine Sachen machen kann. Aber ich muss eh auf meine 1000 Stunden kommen. Wobei heute hat er, der nächste Druck ist dann ein 7-Stunden Druck. Dann bin ich dann morgens wieder wach. Ja, das geht sich schon aus. Ich schaue wirklich, dass ich maximal 2-3 Stunden Pause zwischen den Drucken habe. Tatsächlich. Diese Farben kann man idealerweise ohne Probleme schlichtweg niederföhnen. Ich habe Goldblätter, aber keinen Kleber. Kann man denn selber machen? Sind das echt Goldblätter oder solche Fake-Goldblätter, wie ich sie habe? Ich habe ja so, das war so Schlagmetall, sowas in die Richtung, was ich hier genutzt hatte. Weiß nicht, was du hast. Ich müsste an und für sich auch mit verdünnten Leim gehen. Du brauchst einfach einen klebrigen Untergrund. Ob es so gut hält, wie dieses Mittel, das ich bei meinen Goldblättern bekommen habe, kann ich dir nicht sagen. Ah, du meinst die Bemalung und fertige Drucke, da gab es doch mal eine Seite. Ja, die haben mich rausgekickt aus der Seite. Die haben gesagt, das ist gewerblich. Ist es ja eigentlich irgendwie auch. Und bei denen war das nur irgendwie for free, wenn man... Also ich habe die Seite nicht mehr. Mal schauen, ob ich vielleicht auf meiner Webseite einfach die Figuren, die ich verkaufen möchte, raushaue oder so. Weil ich auch selbstgebaute Waffen habe und so Zeug, wo ich sage, die brauche ich an und für sich nicht mehr. Die könnt ihr theoretisch haben und es gibt Fans oder von Ghostbusters habe ich ganz viel Zeug gebaut. Fast ein ganzes Kostüm von Ghostbusters gäbe es zum Verkaufen, also ja. Okidoki, das Auge ist eine schwierige Geschichte. Wie sollen wir es malen, dass es echt aussieht? Normal sieht es in die Richtung hier raus. Ich möchte jetzt vielleicht erst anfangen mit den Washes, die ich mit Rot erzeuge. So, wo habe ich meine Rotwash? Hier habe ich meine Rotwash. Blutunterlaufene Augen sind sowieso klar bei dem. Es gibt bald eine Plattform, wo jeder 3D-Prints verkaufen kann. Das klingt so fast, als wäre es eine Plattform, die du entwickelt hast. Kann das sein? So, ich mal die Ränder aus. Nehme jetzt einen sehr verdünnten, wässrigen Pinsel und mal in die Pupille rein, also in den Augapfel. Entschuldigung, es ist noch nicht die Pupille. Versuch das Ganze jetzt somit zu verblenden. Schnappe mir jetzt einen Zeber und tupfe jetzt bewusst mit einer groben Kante des Zebers auf diese Rottöne ein. Damit bekomme ich so fast Adern. Es wirkt so, das Weggetupfte, als würde es leicht adrig werden. Und dann kann man natürlich hier mit einem leichten, dünnen Pinsel und einer sehr zittrigen Hand wirkliche Adern reinmalen. Das mache ich alles, bevor ich die Iris und die Pupille mache. Das Auge ist groß genug. Und wiederum, leicht abtupfen, dann wird es schwächer. Und jetzt kann ich auch selber entscheiden, weil das Auge ja doch so blutunterlaufen ist, ob ich es nicht sogar ein bisschen intensiver
Richtung Augenlid runterlaufen lasse. Dass dieses Auge vielleicht so ganz leicht entzündet wirkt. Wenn er das Auge die ganze Zeit so offen hat, weil es vielleicht ein Glasauge ist oder so, dann kann diese Stelle hier der Haut ohne weiteres ein klein wenig gerötet sein. Vielleicht ist er auch einfach nur ein Kaldall und schielt extrem. Und das andere Auge ist eigentlich das Glasauge. Weil bei Dall wusste ich auch nie, was ist es, das richtige Auge und was ist das falsche. Das meine ich mit Blut unterlaufen. Jetzt sind diese ganzen Augenlider da unten ein bisschen rötlicher. Und der wirkt ein bisschen grimmiger. So, da wir die Wash schon angemacht haben, können wir sie auch gleich mit Wasser leicht verdünnen und im Lippenbogen anfangen, also eigentlich in der Lippenfalte. Und ich lasse die Wash bewusst jetzt mal direkt in die Falte hier rein rinnen. War ein bisschen raus und dadurch, dass der jetzt keinen Labocker-Mund, ah, ich sehe schon wieder nicht, sorry, keinen Labocker-Mund hat, also keinen schönen vollen Lippenmund, sondern eher so ein bisschen zerkrusteten, male ich dem auch die Falten gleich so ein bisschen aus. Und je wässriger ich werde, umso besser kann ich meine Wash am Schluss verblenden. Weil wenn ihr jetzt einfach nur reinmalt, dann habt ihr das Problem, dass ihr die richtige Farbe sieht von dieser Wash. Jetzt ist es aber so, durch das ziemlich nasse Gefärbe hier, ja, das nennt man Gefärbe, kann ich es schön verblenden und auf die umliegenden Hauttöne hier bisschen drüber ziehen. Dann die Nasenlöcher. Ebenfalls schwer gerötet. Der muss den ganzen Tag Schnupfen haben. So soll der aussehen. Auch hier unten. Karl Dahl hatte kein Glasauge. Jetzt im Ernst? Ich dachte immer, der hat ein Glasauge gehabt. Nee? Ui. Ui, Scheiße. Okay. Da war ich dann wohl. Also, der Columbo hat ein Glasauge, oder? Ah, gut, seht ihr. Ich kenne mich ein bisschen mit Farben aus, aber nicht mit deutschen Superstars. Apropos Glasauge, zieh doch die Brille auf. Nee, ich sehe gut. Das ist eine ausreichend große Figur, da sehe ich alles. Ich ziehe heute keine Brille auf. Vielleicht dann, wenn ich die Pupille mal. Dein Fall hat andere Probleme beim Auge. Das könnte durchaus sein. Diese hier. Ha. Aber eigentlich in die andere Richtung kann ich das auch. Ey, schwierig. Aber ich bin eher der hier. Der Funk Elstner. Der Funk Elstner. Ich glaube, der Frank war das, oder? Aber der Funky Elstner hatte das auch. Okay. Der hat Schlupflieder. Dezente Schlupflieder. Gut. Sieht so aus, als würde die Wash langsam trocknen. Reicht mir nicht, wenn ich jetzt die Pupille mal. Muss das schön und sauber sein. Lieber ordentlich drüber trocknen. Übrigens, falls ihr Tattoos malen wollt, ist das richtig schwierig. Malt die Tattoos am besten vor dem Arbeitsschritt, wo wir jetzt das Gelb gewascht haben. Also ihr habt dunklen Farbton, hellen Farbton, dann kommt die Tattoos drüber und bei Tattoos nehmt kein Schwarz, sondern nehmt gerade bei so Seefahrern oder so eher lila-bläuliche Tattoos, weil das waren eher die Farben, die sie genutzt haben und versucht sie sehr dünnflüssig mit Farbe aufzutragen, dass sie so ein bisschen verpulvern, dass sie keine geraden, exakten Linien ergeben. Nehmt ja keine Feinliner oder sonst irgendwas. Ein Tattoo, so ein Seemannstattoo, das ist schlecht gestochen. Und dementsprechend sieht man es auch ganz verwaschen. Das können wir gerne mal bei einer anderen Figur machen, dass wir mal sagen, wir probieren mal Tattoos zu machen. Ist schwierig, weil man halt auch wirklich, ja, mit dem Pinsel das malen muss. Aber wenn man dann darüber die anderen Hautschichten setzt, sieht das ziemlich geil aus. Wenn wir übrigens Glück haben, bekomme ich noch diese Woche einen chinesischen Klon des Bamboo Labs gesponsert. Er sollte schon längst in Hamburg sein und wahrscheinlich schon am Weg zu mir. Das wird ein Spaß. Ich bin mal gespannt, was das für ein Ding ist.
Von der Firma habe ich noch nie was gehört. Das Gerät gibt es offiziell noch nicht am Markt. Aber da würde ich gerne mit euch mal so einen Aufbau machen und mal durchtesten, ob das gut ist oder nicht. Ich habe übrigens keinen Vertrag unterschrieben, dass ich euch sagen muss, dass das geil ist, das Zeug. Was das Schöne ist, weil dann kann ich auch einfach sagen, was für ein Dreck, wenn es wirklich ein Dreck ist. Ne? So, Bobbio, il augo, finito. Das war das Italienisch, das ich kann. Was kein Italienisch war. So, wir brauchen das Greißwerkzeug. So, und jetzt stehe ich da wie der Ochs im Wald. Wo habe ich mein Greißlineal? Holy moly, ich habe nicht die leiseste Ahnung, weil ich mir natürlich wieder nicht gedacht habe, dass wir jemals so weit kommen in diesem Stream, dass wir die Augen malen können. So, ich versuche gerade mal so auf gut Glück in meinem originalen Farbbereich hier zu schauen. Na, da ist mal gar nichts. Okay, vielleicht müssen wir mit anderen Tricks arbeiten, weil ich würde gerne die Pupille aufzeichnen. Das ist an und für sich etwas, das ich gerne mit einem Greißlineal mache. Zirkel ist hier nicht wirklich der gute Helfer. Damn it. Ich habe keine Ahnung, wo ich das Zeug habe. Mit einer Beilagscheibe könnte man es machen. Aber das ist eine kleine Beilagscheibe. Das Problem ist, die Pupille muss halt richtig rund sein. Sonst sieht der aus wie eine Karikatur, die schlecht verflüssigt wurde. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ist das zu groß? Ja, die Kiki ruft an. Das ist der Klingelton von Kiki. Ja. In welcher Werkzeugbox, in welchem Regal? Da, wo das Lederwerkzeug drinnen ist, oder was? Im Ernst? Geiler Scheiß. Du kennst dich anscheinend besser aus in meiner Werkstatt, obwohl du noch nie hier warst, ne? Siehst du? Unfassbar. Ja. Danke, Frau Administratorin. Die Leute werden dich feiern. Passt. Tschüss. Ja, ihr schreibt es. Was ist los mit euch? Ihr seid ja schon wie Nini. Nini frage ich auch, hey, weißt du, wo das ist? Und denke ich mir, die hat bestimmt keinen Plan. Tatsächlich, ich flipp aus. Genau das, was ich suche, steckt da drin. So, lieber Terminator, nicht umfallen. Ich brauche nur das Teil. Wie um alles in der Welt könnt ihr euch sowas merken? Wie? Das war jetzt nicht ausgemacht oder so, sondern ich bin echt überrascht. Also genau das Ding suche ich, weil genau, ich meine, das hatten wir wahrscheinlich bei einem der letzten Streams und Kiki hat sich gemerkt, dass ich, nein, das merkt man sich nicht. Da muss man ziemlich nerdig unterwegs sein. So. Aber danke, Kiki. Also, du kriegst jetzt einfach mal. Ja, Himmelherrgott, Nummer 1, du bist echt ein kommoder Kerl oder eine Kerlin. Also wirklich, ich muss dir sagen, Dankeschön, gell, von rechtem Herzen, weil das macht nicht jeder. Geil. Eine glatte 1, eine 1 plus, würde ich sagen. War wie groß? Und das ist eigentlich, mal sagen. Alter, wie hässlich wird der, wenn er so groß ist? Naja, ganz im Ernst. Das könnte schon passen. Ich meine, das andere Auge wird halt mega klein. Ihr müsst die Kiki mal eine Kaffeekasse einrichten. Da wissen wir noch nicht, wie wir sowas machen. Ich hätte da schon so eine Idee gehabt. Himmelblaue Augen, würde ich sagen. So richtig krass. Quietschiblau Himmel. Das wäre doch was Schönes. Ich suche mal Farben raus, die passend sind. Und zwar haben wir da White Shield Blue mit, ich würde mal sagen, Crystal Blue vielleicht. Oder mit Ultramarin Blue.
ich glaube Ultramarin, weil ich stehe auf Ultramarin und ein bisschen was von Hydro Turquoise dazu. Gott, was sind das für geile Farben und für schlimme Farbtöne, Farbnamen. Einmal ein bisschen was Türkises, einmal ein bisschen was Himmelblaues, das sind viel zu viele. Wasserblau, was ist Wasserblau? Okay, das Ultramarinblau muss noch ordentlich aufgeschüttelt werden. Das ist kein schöner Farbton. Da sind wir zu Hause. Okay. Okay, tricky wird's, tricky wird's. Wir fangen mit dem Basecoat an. Bisschen verdünnen immer die Farben. Und ich hasse es ja, Augen zu malen, ich sag's euch. Und da bin ich immer ganz ruhig, wenn ich das mache. Ich versuche eigentlich immer so ein Drittel von der Kugel zu malen. Und dieses Mal ist es ja tatsächlich eine Kugel. Normalerweise sind die Augen ja oben, also die Iris zum Beispiel, ist oben immer unter dem Augenlid drinnen. In unserem Fall schielt der deswegen, weil er den gesamten Irisbereich kugelrund zu zeigen wagt. Verdünnt die Farbe nicht so sehr. Fahrt lieber zweimal drüber. So, und jetzt habe ich genau bis zu einem Strich des Bleistifts gemalt und jetzt male ich leicht über den Bleistiftstrich drüber. Hat zur Folge, dass ich dadurch diese kleine Aura bekomme, die viele Leute auch haben. Viele Leute haben um ihre Iris, gerade bei braunen Irisen ist das so, und ich meine jetzt nicht die Dame, die Iris heißt, sondern die, das den Bereich im Auge, haben die so eine schwarze Outline. Und diese Outline kann man eben mit so einem Bleistiftstrich simulieren, beziehungsweise eigentlich den Bleistift so gut verdecken, indem man sagt, das muss so sein, das ist schön, so. Das ist der erste Bereich des Auges. Jetzt kommt ein bisschen Mischmasch von beiden rein. Ich nehme auf... Das ist eine geile Technik. Moment, ich zeige euch mal was kurz. Ich nehme auf der rechten Seite des Pinsels ein bisschen Cyan und auf der linken Seite ein bisschen was von dem einen Blau. Jetzt habe ich zwei Blautöne auf meinem Pinsel und kann sie jetzt in die nasse Pupille hier reinziehen. Und dadurch kriege ich jetzt so eine leichte Mischkulanz aus allen Farben. Und so ein Sprenkelfarbton oder so ein Spektrum an Farben in der Pupille drin. Sven, grüße dich. Servus. Darf nicht zu trocken werden. So, so eine Pupille sieht kacke aus. Also das ist nicht, nein, so eine Iris sieht kacke aus, wenn noch keine Pupille drinnen ist. Okay. Tatsächlich, das wird gar nicht so schlecht. Zwischen den Herzschlägen. Genau, Kallel, grüß dich. Dich habe ich heute noch gar nicht gelesen. Sieht von der Nähe jetzt mal so aus. Schaut er aus, ne? Gut. Wir warten aber jetzt noch ganz kurz. Weil ich könnte. Ja, ich könnte mich trauen. Ich weiß nicht, ob ich mich traue. Soll ich mich trauen? Ja, wahrscheinlich traue ich mich. Ich nehme ein bisschen was von dieser Ultramarin. Kannst du mal ein bisschen ranzoomen? Ja, das ist eben relativ schwierig gerade. Ich muss, wenn. Die Kamera heben. Ich zeige es euch gleich. Ich muss noch ein bisschen was malen. Ich hätte gerne ein bisschen einen satteren Blauton noch am Rande. Oh, das ist ein richtig flashiger Blauton. Hui! Mal schauen. Ihr werdet mich jetzt kurz nicht hören. Und zwar deswegen, weil ich, wie gesagt, zwischen den Herzschlägen arbeite.
so schwierig. Vor allem ist es so schwierig, das im Livestream zu machen, wenn du versuchst, dass alle was sehen. Versuche jetzt die Flecken wieder ein bisschen rauszubekommen. Die Farbe mit dem trockenen Pinsel in der Mitte wieder aufzunehmen. Denke aber, dass das schon was wird. Lest gleich den Chat, Leute. Es tut mir leid. Ich habe einfach, wie gesagt, gerade keinen Bock drauf, irgendwas Falsches zu malen. So. Ich bereite mir auch gleich einen Schwarzton vor für die Pupille. Ich glaube, ich würde einfach ein Gockelei reinkleben. Meine Tarnung ist aufgeflogen, er hat mich gesehen. Ja, Kalle, schön, dass du da bist. Ein Tropfen Schwarz reicht vollkommen aus. Die Pupille ist der Mittelpunkt der Iris. Macht man sie groß, wirkt der Mensch müde, überarbeitet, gestresst oder voll aggressiv. Macht man sie sehr klein, wirkst du wach und voll aktiv. Das ist er nicht. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch relativ große Pupillen. Ich würde eine sehr geweitete Pupille wagen. Und die Highlights, und das Highlight gleich noch, kommt noch. Die Modellbauecke ist auch da. Ist wieder Matze online. Ja, der ist gerade online und versucht gerade Hauttöne zu malen und ein Auge von einer Figur, die eigentlich ein richtig hässliches Auge hat. Dieses Auge muss jetzt schlichtweg freihand mit einer Pupille versehen werden. Der Vorteil ist, ich fange in der Mitte klein an. Dann sieht es schon mal aus wie ein Auge, aber ich habe zu nasses Schwarz. Oh mein Gott, ich habe zu nasses Schwarz. Mein Schwarz hat gerade so gemacht. Ich habe das vorher. Okay. Schau mal, was passiert ist. Jetzt habe ich ein Auge, das richtig kacke aussieht. So, ich nehme mir wieder ein Schwarz, aber diesmal von hinten und versuche dieses kleine Pupillchen jetzt zu einem schönen, runden, großen Pupillchen auszuarbeiten. Alter Verwalter. Ich hasse diesen Job. Also nur den Pupillenmaljob. Die werden bei mir fast nie richtig schön rund. Ja, wobei, langsam wird's. Und jetzt erkennt ihr auch, wie wichtig dieser schwarze Punkt ist. Ohne, jetzt guckt euch die Figur an. Vorher sah es richtig kacke aus. Richtig kacke. Jetzt aber so langsam kriegt er so ein schelmisches, was bist denn du von mir? Genau so. Bei zu großen Pupillen wirkt er gestoned. Ja, das ist durchaus, glaube ich, so ein Ding. Ich war mal vor der Polizei und habe eine Anzeige aufgegeben. Ganz anderes Thema jetzt. Und da gab es so eine Fototabelle, wo sie Menschen, Frauen, Männer verschiedensten Altern nur die Augen gezeigt haben. Und daneben ist gestanden Cannabis, Kokain, LSD. Damit du das im Gespür langsam hast, wenn du einen ins Auge siehst, wie sieht das Auge aus? Und ganz im Ernst, die sahen für mich einfach alle mega breit aus. Bis auf die Jungs, die, ich glaube LSD war das, genommen haben. Also die sahen so aus, als wenn sie so richtig so, Buddy, genau so. Und da dachte ich mir halt auch, geil, als Polizist stehst du dann da jeden Tag, trinkst deinen Kaffee und schaust dir die Augen an und in der Hoffnung, du findest irgendwann mal einen, wo du sagst, das Auge habe ich schon mal gesehen, du bist auf das drauf oder so. Matthias, dein Name ist der gleiche wie deiner, Matthias. Matthias, ich weiß, dass du Matthias heißt, aber das ist eben sehr schwierig. Ich kenne dein Profilbild, ich habe deinen Namen schon mal gelesen, aber ihn zu merken bei so vielen Leuten ist
tricky, hickey. Auf jeden Fall braucht der Augapfel fette rote Adern. Bärig. War Uhu auch dabei? Nein, ich glaube nicht. Matthias, wart doch ab. Ja, jetzt merke ich mir deinen Namen. Ich muss doch warten, bis alles trocken ist. Das nennt sich bestimmt Bingo bei der Polizei. Oh mein Gott. Apropos, ich habe eigentlich zwei Augen. Scheibenkleister. Okay, das ist jetzt lustig, weil ich sehe hier ja fast gar nichts. Scheiße. Muss ich mir vielleicht doch eine Brille aufsetzen? Ja, ich muss eine Brille aufsetzen. Micha, bist du noch da? Ich setze eine Brille auf. Wenn ich sie dann finde. Heute bin ich eher so der Kollege, der alles sucht, ne? Da hinten ist sie. Jetzt sind wir schon mindestens drei, die Matthias heißen. Ja. Ist halt einfach auch ein mega geiler Name. Der Micha ist bestimmt schon raus, weil er gesagt hat, ey, der Schweighofer zieht halt wieder keine Brille auf. Ich gehe raus hier. Ja, ihr seht nur Kappe, ich weiß. Gott im Himmel, das ist ja echt wie eine Operation am offenen Herzen. Ah, ich habe das Augenlid blau angemahlen, wunderbar. Was für ein Schwachsinn. Warum hat der zwei Augen? Warum kann der nicht einfach ein Auge haben? Der letzte, der zwei Augen hatte, war Saruman und der sah am Schluss dann eigentlich ganz cool aus. Aber der hier? Seht ihr, ich habe da unten noch ein bisschen reingemalt. Es ist schwierig. Aber beim Augenmalen bin ich immer sehr unzufrieden. Bis der weiße Punkt. Ich sehe schon scheiße aus. Bis der weiße Punkt drinnen ist. Ich schreibe nur so wenig, deswegen sieht man meinen Namen so selten. Der Matthias, okay. Hey, hat jemand vielleicht einen Tipp, eine bessere Lampe oder ein Licht für ein Bambolab zum Beispiel, für Zeitraffer? Ja, es gibt auf Printables, ja. Printables gibt es eine Vorlage für ein Ringlicht, das du bei Action oder Teddy, nein, bei Teddy kaufen kannst. Das machst du dann oben drauf und kannst das AMS wieder draufstellen und das leuchtet dann von oben quasi ringlichttechnisch in deinen Bambolab rein. Habe ich mir auch schon gebaut, aber ganz im Ernst, der Leiderscan leidet darunter, weil das Licht zu stark ist. Also muss erst, die Schichten werden beim Scannen schlecht erkannt. Der Ring war bei Action. Nee, eben bei mir war er nicht bei Action. Ich habe den bei Teddy bekommen. Tatsache. Wirklich, bei Action war gar nichts los. Zombie Popeye, der ist schon echt krass. Ich finde, das ist kein Zombie. Das ist einfach nur ein alter Popeye. So ein hässlicher alter Popeye. So, jetzt ist die Frage. Ich meine, ich muss jetzt natürlich dann auch weiß malen und so, ne? Aber braucht der Augenbrauen? Eine Frage. Punkt rein, fertig ist. Auge. Sieht nice aus. Hallo, hallo, hallo. Das ist Rick Pakers Real Life Bob Vibe. Die angedeutet auf jeden Fall. Ja, aber dann müsste es ja eigentlich, es müssten grau-braune Augenbrauen sein, oder? Weil, seien wir uns mal ehrlich, das ist ein Bob Vibe, der schon die besten Jahre hinter sich hat. Weil
Wenn dann angedeutet graue Haare. Ich mische mal so ein bisschen Grau mit Weiß zusammen. Und ein bisschen was vom Hautton dazu. Das mache ich immer gerne. Ich mische gerne meinen fertigen Ton, den ich überhaupt am ganzen Bild habe oder an der ganzen Figur habe, mische ich da noch so ein bisschen bei. So, den Pinsel schön ausarbeiten, dass man dünne, feine Striche malen kann. Ja. Ich sehe da immer noch Freddy Krüger. Kannst du das Ringlicht nicht dimmen? Zweimal tippen? Doch, irgendwie ging das, ja. Das Auge ist das Wichtigste, halt wegen Pop-Eye. Ganz im Ernst, da kann ich dunkler werden. Ich mische ein bisschen Schwarz dazu. Aber ihr habt recht, die Augenbrauen, die können schon gut sein. Lieber mal eine Basis malen, auf der ich dann einzelne Haarsträhnen hinmale. Dann werden wir ein bisschen heller. Was machst du eigentlich mit den ganzen Figuren? Haben ist besser als brauchen. Und manchmal gibt es Leute, die sagen, hey, ich hätte die total gerne. Ja. Und dann schaut man, was es ihnen wert ist und dann kriegen sie. Ganz einfach. Sind auch eigentlich ziemlich geile Geschenke. Aber was macht ihr mit euren ganzen 3D-Drucksachen? Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich gerade zum ersten Mal, glaube ich, Augenbrauen male. Und die mir jetzt gerade nicht so toll gelingen, wie ich das eben haben möchte. Ich habe mir gerade überlegt, wann habe ich denn das letzte Mal Augenbrauen gemalt? Ne, ich denke, glaube ich, noch nie. Deck sie wieder ein bisschen braun ab. Ich meine, das Andeuten, was ihr gemeint habt, ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Bisschen dunkler hier einfach arbeiten. Manche malen das auch mit Federn, habe ich gesehen, weil die Feder schlichtweg ganz, ganz dünne, zarte Linien reinzieht. Ich verschenke auch viele oder drucke halt nützliche Sachen für Familie und Freunde. Ich verschenke alles. Steht im Fenster. Also, ich druck's, damit ich es ins Fenster stellen kann. Ja, ist doch auch nicht schlecht, oder? Ich suche mir wieder mal einen Braunton. Nee, wir haben zu Hause schon recht Platz. Aber ich habe ganz oft das Gefühl, Nini macht dann immer so Aufräumtage. Und dann merke ich, hoppla, jetzt sind aber wieder sehr, sehr viele Figuren bei mir in der Werkstatt gelandet. Ja. Nee, eins kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Der neue Typ und ich möchten nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, wieder eine Art Spenden-Livestream machen. Für was auch immer, wir sind da gerade ein bisschen am Rumtesten und Rumprobieren und mal schauen, was uns gefallen könnte. Und da werden garantiert, so wie beim letzten Mal auch, einige dieser Figuren unter den Hammer kommen. Das heißt, ihr könnt sie für einen guten Zweck ersteigern dann. Und dann habt ihr eine handgemalene und von mir gedruckte Figur zu Hause. Und SOS Kinderdorf oder keine Ahnung, Menschen für Menschen oder irgendwie eine gute Organisation kriegt dann einfach das Geld, das ihr gespendet habt. Ja. Ja. Ich finde den gar nicht so übel. Gar nicht so verkehrt. Ich denke, wir sollten uns langsam aber sicher über die Kappe Sorgen machen. Oder ein paar... Also nein, ich habe noch ein paar Sachen. Es gibt noch ein paar so kleine Highlights, die ich gerne reinsetzen möchte. So, ich suche wieder die rote Wash. Also ich habe halt kein Ende, ne? Wisst ihr eh, ne? 2 Stunden Popeye bemalen.
Ich hoffe, das ist kein Stress. Ich hoffe, ihr müsst nicht früh ins Bett. Ich habe hier noch so eine Warze hier, die ich gerne so ein bisschen rötlich ausmalen würde. Schön hässlich, wunderbar. Hier ist auch so eine kleine Warze. Und hier hat der noch so ein paar Flecken. Ach, hier ist auch irgendwie so eine Art Warze, wunderbar. Ja, das kann man schon durchaus machen. Die Falten waren mir zu schwach hier oben, die ziehe ich schlichtweg noch ein bisschen nach. Jetzt bin ich langsam motiviert, jetzt habe ich das Gefühl, der wird. Der gefällt mir am Schluss. Das braucht immer so ein bisschen. Wenn das Auge dann mal da ist und mich gut anschaut oder eben grimmig anschaut oder so, dann komme ich drauf. Doch, das wird eine schöne Figur. Seine Pfeife würde zu der Farbe passen, meint der Thomas. Welche Farbe meint der Thomas? Ich schenke die Figuren zum Kinderhospiz. Ist doch schön. Johnny P. Magic. Nee, aber ich kann sie, wenn ich dran denke, nach dem Stream unten verlinken. Möbelix hat auch so eine, es ist, glaube ich, eine 24 cm Ringleuchte. Habe ich das Gestell dafür noch? Ja. Am Ende des Tages sieht das Ding so aus, dass da fehlt... Ah, Gott. Ich brauche einen USB-Anschluss, habe ich jetzt keinen hier. Hier fehlt das da... Achso, ihr seht es nicht. Hier fehlt das Ding noch. Das wird so aufs AMS gelegt. Hier drinnen ist das Ringlicht verbaut. Und... So. Da oben passen genau die Füße für das AMS drauf. Also so sieht das ganze Ding aus. Und das passt halt genau auf die Breite und ist genau für den Bambolab konzipiert, dass du es auch mit dem Bambolab drucken kannst. Aber ganz im Ernst, es ist nicht das Tollste. Die hätten schon mehr Licht eingebaut, wenn der LiDAR-Scan es aushalten würde. Der Link ist schon gepostet. Och, Kiki. Oh, Kiki kriegt heute nochmal was. Kiki kriegt einfach, ist Magic. Wollen wir die Kappe malen? Oder wollen wir die Pfeife malen? Ne, die Pfeife braucht man noch nicht. Die Pfeife wird erst am Schluss gemacht. Weil die reiße ich jedes Mal ab. Ich glaube, ich möchte noch ein bisschen auf die Kappe gehen. Und da muss ich mir jetzt die Frage stellen, was für Farbe braucht diese Kappe? Ich meine, eine Matrosenkappe, die ist weiß. Manche sind blau-weiß. Die möchte ich vielleicht ein bisschen vergilbt aussehen lassen, dass sie so ein bisschen dreckig wirkt. Ja, machen wir doch so eine leichte, verschwitzte, dreckige Kappe. Bisschen braun zum Weiß dazu. Großen Pinsel nehmen. Am besten einen scharfen Pinsel. Wir müssen jetzt hier wahrscheinlich ziemlich genau arbeiten. Und jetzt habe ich den großen Fehler gemacht. Ja, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe wahrscheinlich zu viel Braun. Es geht sich wahrscheinlich gerade und gerade aus. Ja, es geht sich aus. Okay, gut. Gut verdünnt. Ich nehme jetzt ganz bewusst diese Flecken, die ich mit der Airbrush hier jetzt reingemahlen habe, mit. Deswegen verdünne ich die Farbe der weißen Kappe jetzt ganz bewusst ziemlich viel. Denn das sieht am Ende so ein bisschen drüber, also drunter durch und gibt so den leichten Effekt, als hätte er den Rand der Kappe vollgeschwitzt. Bitte malt das nicht so, wie ich es male. Ja? Ich arbeite hier relativ schnell. Ich muss zugeben, mittlerweile habe ich einen schnellen Pinselstrich. Aber wenn ihr das zu Hause macht, ihr müsst da nicht so schnell arbeiten wie ihr. Ich habe nicht so viel Zeit wie ihr. Wenn ihr für den Popeye 3 Tage braucht, braucht ihr für den Popeye 3 Tage. Haut doch nicht hin, dass ich hier alles
mit einem Pinsel male. Ich brauche noch einen anderen Pinsel. Nehme ich mal den hier. Weiß und verschmodderte Kanten. Verschmoddert, ich weiß jetzt nicht, was das heißt, aber ich gehe davon aus, es heißt eben so vergilbte, grauslige Kanten, oder? Am schwierigsten ist der Übergang oder der Rand zum Hautton hin. Am besten mit sehr verdünnten Farben das machen, dann rinnt die Farbe vom Pinsel förmlich runter und ihr kriegt eine schöne harte Kante. Und beim nächsten Mal werde ich mir merken, werde ich die GoPro-Kamera, die jetzt von oben filmt, noch einen Zoom weiter reinstellen, dass ihr ganz nah dran seid. Oder habt ihr Bock, dass ich kurz die Kamera ausschalte und das umstelle? Schreibt mal rein, wollt ihr das von nahen sehen oder ist es euch egal? Dauert wahrscheinlich ein, zwei Minuten, bis wir das umgestellt haben. Na, 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 okay, gut. Je nachdem, wenn ihr das am Handy schaut oder so, seht ihr wahrscheinlich genau gar nichts. Oder am iPad ist es auch schon schwierig. Okay, das ist natürlich interessant. Wir haben schon den nächsten Zoom gewählt, aber ich habe noch eine Möglichkeit, wie man das ändern können. Ich mal von rechts. Dann müssen wir hier so arbeiten. Wahrscheinlich besser. Ja, morgen müssen wir schauen. Voll der Umbau hier. Nur damit ihr ein bisschen mehr seht. Aber das mache ich doch gerne. Das Problem ist, ich werde immer mit einer leicht schiefen Kamera arbeiten. Ach, wir kriegen das schon hin. So, die scheint jetzt halt komplett hier durch. Ja. Da kommt sie gleich, die GoPro. Da kommt sie gleich, die GoPro. Und? Action. Los. Energie. Ha, was für ein nahes Ding hier. So nah, dass ich fast nicht mehr rankomme hier. Gut. Solange ich nicht die langen Kabel habe, weil ich habe jetzt momentan nur ein relativ kurzes Kabel, werdet ihr das nicht oft haben bei meinen Streams, dass ich das jetzt so umbaue. Gut, hier hinten. Boah, jetzt bin ich fast von der Leiter, von der Schaukel gefallen. Hier hinten sind eben diese Flecken, die ich meinte. Die überarbeite ich ganz kriminell mit dem breiten Pinsel. Aber sehr wässrig. Und jetzt können wir hier hinten diese Kante noch mit dem normalen Pinsel malen. Auch da immer die Farbe ordentlich wässern. Und da sieht man auch, da hat der Drucker nicht so sauber gedruckt. Da gibt es so eine leichte Stelle, wo im Prinzip keine Stützstruktur war. Dann kann man das hier so ausarbeiten. Das passt eigentlich ganz gut. So, jetzt muss ich hinter dem Ohr malen. Das seht ihr nicht, weil ich kann hier einfach, glaube ich, nicht ranfilmen.
habe mir tatsächlich auch schon überlegt, ob ich die GoPro nicht auf den Kopf schnalle, damit ihr das seht, was ich male. Oder was ich auch sehe. Aber ganz im Ernst, dann wird euch nur noch schlecht. Gut. Damit hätten wir die Kappe eigentlich mal gemahlen. So, jetzt schauen wir nochmal. Das ist eigentlich zu nah. Wir gehen nochmal ein bisschen raus. Ist nur blöd, dass die GoPro einen Fixfokus hat. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich genial, wie die GoPro jetzt gerade funktioniert. Weil ohne diese GoPro hätten wir heute keine scharfen Aufnahmen gehabt. Und dafür bin ich jetzt eigentlich ziemlich dankbar, dass das hinhaut. Na eben, hier mit der Schärfe tut sie sich gerade ein bisschen schwer. Und es ist auch relativ dunkel, kommt mir vor, aber hey, mal, so ist es halt. Käppchen. Käppchen bräuchte komische Flecken. Komische Flecken kriegt man am besten komische Farbe hin. Und komische Farbe ist eigentlich eine Wash. Oh oh, ich habe den Pinsel nicht ausgewaschen, bevor ich jetzt hier gemalt habe. Wichtig, malt den Pinsel vorher aus, wascht den Pinsel aus. Den habe ich vorher mit dieser Farbe hier genutzt. Weil sonst schmiert ihr jetzt hier einen leichten Rotton drauf, obwohl ihr es gar nicht seht, dass der Pinsel eben diesen Rotton hat. Und jetzt versuche ich Schweißflecken zu malen. Ich finde das eigentlich immer extrem mutig. Man muss diese Washes kennen. Man muss wissen, was diese Washes wirklich verursachen. Testet damit rum. Malt nicht gleich, so wie ich, volle Kanne auf euer Model drauf. Es kann sein, dass eure Wash anders ist. Dass euer Untergrundfarbton ein anderer ist. Aber ihr seht, ich clash hier volle Kanne die Farbe drauf und kriege am Schluss nur noch so kleine Flecken zusammen, die jetzt sogar noch zu dunkel sind, weil sie noch feucht sind. Die werden etwas heller. Aber wenn ich jetzt zum ersten Mal hier den Washton auftrage, da wird mir jede Nonne verrückt, weil das halt einfach zu extrem ist. Bisschen abgetupft, bisschen gewartet. Alles easy peasy locker. So, und hier drinnen haben wir genau das, was ich vorher vermutet habe. Hier habe ich eine Kante, die nicht sauber gemahlen ist. Da gehört eigentlich, das muss ausgebessert werden. Hier gehört Hautton rein, aber der ist leider Gottes noch nicht ganz trocken. Zum Glück war ich mit meinem Hund später Gassi, weil... der jetzt schon wieder raus müsste und ich immer noch am Streamen bin hier. Ihr könnt euch auch die Arbeit antun, wenn ihr ein bisschen masochistisch veranlagt seid. Dann malt ihr euch hier diesen blau-weißen Streifen drauf, den halt manche der Navys oder der Matrosen haben. Ich für meinen Teil sage, nee, reicht mir vollkommen. Wenn der Kollege so aussieht, könnt ihr gerne zu Hause selber machen. Ich für meinen Teil sage ne. So, oben die Hutkrempe. Meistens am dreckigsten, beziehungsweise dieser Bereich hier oben, wo er sich garantiert ab und zu mal gekratzt hat oder wo Regen drauf gekommen ist oder wo er schlichtweg einfach durchgeschwitzt hat. So, kurz Farbe auftragen. Und drüber mit dem Tüchlein. Die Wash hier innen drinnen, die lassen wir fast mal ein bisschen. Da kann ohne weiteres so ein bisschen Dreck rein. Finde ich cool. So. Und jetzt mache ich was. Das ist eigentlich ziemlich untypisch, aber ich stehe auf solche Details. Die rechte Seite, das ist die linke Seite, das ist im Prinzip seine rechte Seite,
wird an der Krempe schmutziger als auf der anderen Seite. Warum? Warum mache ich die rechte Seite schmutziger als die linke Seite? Sagt mir mal, an was ihr da denkt. Und haltet mich nicht für verrückt, aber ich baue solche Details ein. Vom Salutieren! Richtig, da ist der Reinhard. Wenn er die ganze Zeit so macht, seit 100 Jahren und er ist schon richtig alt, dann ist die Krempe auf der Seite dreckig. Bob, er war Rechtshänder, ja. Nein, das ist komplett egal, ob du Rechts- oder Linkshänder bist. Mit rechter Hand salutierst du. Also du meinst überhaupt, Bob, er war Rechtshänder. Ja. Mütze ab und aufziehen. Auch so ein Ding, ja. Weil sein Hut hin... Was? Weil sein Hut hinrückt? Ja, so in die Richtung. Also, wegen dem Lichteinfall, Willi, da bist du komplett falsch. Nee, der hat vom Deckschruppen dreckige Bratzen und muss halt ab und zu mal so machen. Und dann werde ich ihm das hier einfach ein bisschen dreckiger machen. Ich liebe Details, die am Schluss niemand mehr weiß. Gut. Jetzt gilt es, deinen Kollegen trocknen zu lassen. Und zwar so richtig. Und dann gilt es eigentlich mit den vorhandenen Farben, und ich weiß ja noch, was ich gemischt habe, beziehungsweise kann ich mir das Video jederzeit ansehen, die Hutkrempe unten, die ich zu weit ins Gesicht gemahlen habe, hier nochmal auszuarbeiten. Und im Tageslicht das ganze Kollegium hier mal anzusehen und mal zu schauen, braucht es noch irgendwas oder nicht. Die arme Pinsel, was? Der Hans-Peter, ja, ob deine Pinsel genutzt werden? Seit ich sie habe, nutze ich nur noch die. Weil das Set einfach großartig ist. Und ich habe sie auch verlinkt, damit jeder sieht, das sind genau die Pinsel, mit denen du Schweighofer malst. Mit denen kriegst du sowas hin. Hans-Peter, deine Farben werden genutzt und deine Pinsel werden genutzt. Und zwar ordentlich. Und ich pflege sie. Alle Pinsel, die heute zum Beispiel hier, das waren die vier, genutzt werden oder gewurzt worden sind, werden heute nochmal gewaschen. Jetzt noch eine Brille auf und er sieht exakt gleich aus wie ein Heimbewohner von uns. Den Gefallen tue ich dir. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich glaube nein. Aber ich könnte sagen, ich kann es nur auf der Seite aufmachen, die Augen. Hast du den schwarzen schon genutzt? Nein, den brauche ich so. Das ist ja dieser spezielle Marderhaarpinsel oder so. Nee, habe ich noch nicht genutzt. Geiler Job. Ja, wir haben heute mal Hautfarben getestet. Und, auch wenn die Kamera jetzt ein komisches Bild ergibt, ich finde, in Ordnung. Das Auge könnte noch ein paar Adern vertragen. Auch da warte ich bis morgen und mache das in Ruhe. Wenn ich nicht 3 Kaffee getrunken habe und nicht zittere, die Pupille vielleicht noch ein bisschen sauberer und runder ausmalen, die Iris könnte unter Umständen auch noch was vertragen. Die Pfeife muss am Schluss noch gemahlen und eingebaut werden. Leute, die wird schlichtweg einfach nur dunkelbraun bemalt und mit einer hellbraunen Dry gebrushed. Und dann wird sie festgeklebt und die kleine Klebestelle wird dann nochmal verbunden. Was ich bei der Figur nicht habe, und das solltet ihr auch wissen, es gibt keine Büste, also keine Basis. Ihr müsst hier etwas bauen oder etwas drucken oder vielleicht findet irgendwer eine Datei, wo man sagt, okay, da kann man da ein schönes Gestell machen. Ich habe zum Beispiel die Teile noch, die würden sich unter Umständen anbieten, dass man hier ein Loch reinfräst oder reinbohrt, das vielleicht ein bisschen kürzt und die Büste dann hier oben drauf setzt zum Beispiel. Schön wäre auch, man sieht es in der Datei, die ich auch verlinkt habe, es gibt Leute, die haben dann wirklich so einen Matrosenanzug, zumindest das Oberteil des Matrosenanzuges, genäht und hier dran gemacht. Dann sieht der halt wirklich aus wie ein Matrose. Aber dann müsst ihr halt vielleicht auch den Stoff mit Kaffee oder mit Schwarztee einfärben, dass er ein bisschen fleckig und alt wird, damit das Ganze eben cool aussieht. Ich möchte den, wenn er komplett fertig ist, wie immer mit durchsichtigen Resin sein großes Auge glänzend machen. Das heißt, ich nehme einen Pinsel, streiche 2-3 Mal ganz dünne Schichten Resin drüber. Oder ist es Epoxid? Ich weiß es nie. Nein, es ist Epoxid, nicht Resin. Ich sage das immer falsch und ich muss immer rübergehen und schauen, was es am Ende des Tages wirklich war. Resin. Es ist UV-Resin. Stimmt. Aber es ist ein Clear-Hard. Mit diesem Resin mache ich meine Augäpfel immer.
beziehungsweise Wunden, alles was so ein bisschen feucht und fleischig aussehen muss, kommt da drüber, muss mit einer UV-Lampe oder mit einem Tageslicht, mit einer schönen Sonnenstunde oder so ausgehärtet werden und dann ist der an und für sich fertig. Wenn er auf den Ständer kommt, passt das alles am Schluss dann ganz gut. Vielleicht eine alte leere Spinatdose. Oh, das wäre vielleicht gar keine blöde Idee. Die mit irgendwas füllen und ihn dann reinkleben vielleicht. Was? Mal schauen, ob es ein altes, so ein richtig uraltes Label gibt. So von einer Spinatdose. Dass man das, also dass man eine echte Dose nimmt, das Label in Photoshop als Banderole macht, das ausdruckt, laminiert, drüber klebt, auch ein bisschen zerdetscht und alt macht, wieder auf die Dose klebt und die Dose dann, das würde sich wirklich ausgehen, weil der Hals ist relativ schmal. Das wäre eine schöne Idee. Und das auch wirklich, da vielleicht ein paar Steine rein und dann mit Resin füllen oder so, dass es schwer ist, finde ich gut. Ich vergesse die Pfeife nicht. Nee, Pfeife vergesse ich nicht. Wie gesagt, ich lasse das heute alles so. Hier liegt übrigens die Pfeife. Und werde es morgen im Tageslicht, aber an meinem Tageslichttisch nochmal ein bisschen überarbeiten. Gerade um zu sehen, was ich an Fehlern noch gemacht habe. In dem Licht mache ich oft Fehler, die ich so nicht sehe. War wieder ein geiler Livestream. Vielen Dank. Den ganzen Aufwand, den du betreibst, hat sich echt gelohnt. Bild wird immer besser. Ah, ich bin so froh, dass jetzt eben das Ding hier einigermaßen gute Bilder gibt. Matthias Schweighofer, hab bei Nobofil mit deinem Code bestellt. Hoffe, du hast auch was davon. Bei 11 Rollen? Nee. Leo, ich hab nichts davon. Ich krieg von Nobofil ständig neuen Nachschub. Das ist das, was ich bekomme. Ich krieg Material. Dass du 11 Rollen bestellt hast, dann hast du 15% gespart. Ich hoffe, das ist für dich lohnenswert und ich hoffe, du bist zufrieden mit den Materialien. Ein Anker, meint der Ralf. Den Anker hatten wir bei dem hier. Da war doch hinten der Anker drauf. Jetzt fällt mir da die Pfeife schon wieder runter. Ich finde diese Base ja eigentlich auch sehr schön. Wisst ihr was? Was auch noch theoretisch machbar wäre? Das müsste man... Ich weiß nicht, wie das geht. Aber wenn man das ganze untere Teil ohne den Kopf nimmt und den da reinschiebt und dann nochmal Druck. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass man einfach die Basis hier nimmt mit der Kleidung und dem Knopf und hinten dem Anker und das oben rauslöscht und den hier einfach reinschiebt. Dann macht man halt aus dem jungen Pop-Pipe einen alten Pop-Pipe. Also, es gäbe da viele Möglichkeiten. Ich glaube, die nächsten Schritte wären, zumindest bei dem hier jetzt, ein bisschen basteln. Ist die erste Bestellung bei Nobofil, ist echt super, das Material, wunderbar. Michelle hat in die Facebook-Gruppe ein super Video zum Thema klares Resin gepostet. Ja, weil die macht das auch. Mit den Nägeln, glaube ich, macht die das und deswegen kann die das auch so machen. Ne? Irgendwie so war das doch. Wird die Pfeife gestiftet oder ist sie zu dünn? Was meinst du mit gestiftet? Ob sie gebohrt wird und dann eingeht oder wird sie, ob sie nur aufgeklebt wird? Oder ob da ein Metallstift reinkommt, weil dafür wäre sie zu dünn. Das Ding ist vielleicht 1,5 mm dick. Die Frage ist eher, ob ich das Teil nicht kappe, wegmache und ihr seht, wie dünn das Ding ist. Und das ist auch, ich meine, das ist in einem gedruckt. Das ist nicht wunderschön gedruckt hier unten. Kann ich aber auch nicht verlangen. Aber wenn ich das Teil abkappe und stattdessen wirklich einen Metallstab reinmache, den ich mitlackiere, weil dann könnte ich hier das Loch einfach bohren, den Metallstab tiefer reinsetzen und dann wäre die Pfeife viel stabiler. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich finde sowieso, die Pfeife ist an und für sich eigentlich fast zu klein für einen Kollegen. Nur mal schauen. Vielleicht hat die andere Büste Hohldrucken und raustrennen. Wie gesagt, da seid ihr vielleicht die Profis, vielleicht sehe ich ja in der Bastelwastel-Gruppe auf Facebook, Instagram und Co., wo auch immer ihr euch rumtreibt, irgendwann mal jemanden, der aus dem mehr macht. Heute wollte ich euch schlichtweg zeigen, wie ich die Haut male. Das ist ganz gut gelungen, ich bin eigentlich zufrieden. Und
Ich denke, das war's für heute. Und wir sehen uns wahrscheinlich gegen Wochenende wieder. Vielleicht mit einem neuen Drucker. Vielleicht mit ganz anderen Schabernack. Wir werden es sehen. Weil es gibt ja zum Beispiel auch Sachen, wie die hier zum Beispiel, die in Arbeit sind, wo vielleicht das hier gerade dabei ist, was mich gerade den letzten Nerv kostet, aber unter Umständen wäre sowas ja auch interessant. Wir werden sehen. Ich weiß es nicht genau. In diesem Sinne, danke Kiki, dass du uns heute wieder so lange unterstützt hast. Danke an alle Zuschauer. Es waren heute zahlreiche. Für einen Donnerstagabend ist das ziemlich in Ordnung. Und wir sehen uns wieder in ein paar Tagen mit ein paar anderen Schandtaten. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen. Peace, Love and 3D-Druck. Poppipe, ich habe dir heute die Ohren geputzt. Schweig over. And out.